Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal. Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Ja, der Mai ist da, der Sprechplanet ist da hier bei Massengeschmack. Heute mit einem echten Tausendsasser. Wenn man seinen Namen googelt, dann findet man sehr, sehr viele Bezeichnungen über Sie, über dich. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Ja klar, wir sind ja ungefähr gleich alt, da können wir auch Du zueinander sagen. Genau, ja. Also ich denke, das kommt hin. Sportkommentator, Sportexperte, Buchautor inzwischen, Brillenträger des Jahres 2002. Ganz wichtig, ja. Ganz wichtig. Was ist so der Hauptberuf? Brillenträger des Jahres, davon lebe ich. Ja. Nein, was ist der Hauptberuf? Einmal Sportjournalist. Also das mache ich jetzt schon, ist unglaublich, wenn ich die Zahl immer so aus mir heraushole. 47 Jahre. 47 Jahre. Ja, mit 18 Jahren angefangen. Aber damals war es, ich muss das ein bisschen differenzieren, damals war es eher Musik, weil ich habe angefangen als Musikmoderator bei Radio Luxemburg und durfte dann so tolle Sachen ansagen wie hier ist die Nummer 1 aus der englischen Hitparade, DFD, Dozy, Beaky, McIntitch und Hold Tight. Ich war schon immer ganz stolz darauf, dass ich das sagen konnte. DFD, Dozy, Beaky, McIntitch war eine große Band, lange her. Klingt auch jetzt noch gut. Ist auch eine tolle Band und wenn man das mal googelt, ich bin auch sicher, dass das heutzutage noch viele Leute gerne hören. Legend of Xanadu oder Hold Tight oder Wreck of the Antoinette. Gute Songs. Ist denn dieses Sportinteresse von ganz, ganz, also ich meine, bei Sportkommentatoren, da hört man das immer oft, oder bei Sportmoderatoren auch, Matthias Obdenhövel, als er zur ARD gekommen ist und da endlich Sport machen durfte, hat er auch ganz oft in Interviews gesagt, ja, endlich kann ich das machen, wofür mein Herz schlägt. Ist das so, dass man das, wenn man sowas macht, nur mit vollem Herzen machen kann? Oder kann das auch ich, der jetzt so im Sport nicht so viel zu tun hat, könnte ich das noch lernen? Dann wird es schwierig. Ja. Natürlich gehört das dazu, dass man irgendwie ein Herz dafür hat. Ich bin geboren in Gelsenkirchen-Schalke. Mhm. Und das sagt eigentlich schon eine ganze Menge, weil als ich ein kleiner Junge war, war Fußball einer der beherrschenden Themen da. Und es gab auch nichts anderes, um ehrlich zu sein. Wir hatten noch gar kein Geld, um irgendwas anderes zu machen. Mhm. Also haben wir Fußball gespielt, durch und durch und durch. Und so war der Wunsch dann irgendwann natürlich erstmal da, oh, jetzt werde ich irgendwann mal ganz großer Profi. Obwohl, als ich 18, 19 war, haben die Jungs noch nicht so viel Geld verdient. Mhm. War auch nicht so ganz schlecht, aber auch nicht so ganz gut. Also das Thema hatte sich irgendwann erledigt. Und dann hatte ich immer gedacht, so Sportreporter irgendwann zu werden, das wäre schon nicht schlecht. Mhm. Und wie gesagt, ich habe mit 18 Jahren angefangen, Radio zu machen, mit diesen Musikmoderationen. Und bin dann viele, viele Jahre später auf die Idee gekommen, so 6, 7 Jahre später, jetzt gehst du mal zum WDR-Hörfunk und versuchst da mal Sportreporter zu werden. Und bin es dann auch Gott sei Dank geworden. Aber wenn ich jetzt heute auf alles zurückschaue, muss ich sagen, dass ich jetzt dem Profisport und auch der Bundesliga gegenüber sehr viel kritischer das Ganze betrachte als damals, weil als kleiner Junge. Da strahlt das noch alles. Das ist ja eine große Faszination. Man verliert das so ein bisschen. Das ist normal, wenn man in eine Materie tief eintaucht. Ich finde es immer noch toll, gar keine Frage. Aber ich möchte mir schon so ein bisschen den Abstand bewahren dazu. Also ich möchte nicht zum Teil dieses Geschäfts werden, in dem Sinne, dass ich alles mit Haut und Haaren fresse. Ich möchte ganz viele andere Dinge auch noch erleben, lesen, darüber Bescheid wissen. Fußball ist schön, aber wenn man nur Fußball macht, ist das nicht gut für den Kopf, definitiv nicht. Stirbt dann auch ein Stück weit die Fan-Faszination, die ursprünglich da war? Ja, ich muss dazu immer sagen, ich finde das Wort Fan eigentlich schon doof. Fußball-Fan ist ein Begriff, der... Ja, ist schon klar. Ich möchte, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich möchte von nichts ein Fan sein. Mhm. Weil Fan sein heißt dann auch oft Dinge an der Kasse abgeben. Also ich kann ein Sympathisant sein, ich kann etwas sehr mögen, ich kann sogar etwas sehr lieben. Aber im Fan steckt Fanatismus und Fanatismus ist schlecht in der Religion, in der Politik und im Sport. Mhm. Ich kann eine große Sympathie dafür haben, aber das ist jetzt aber auch vielleicht auch Wortklauberei. Mhm. Aber Fan möchte ich eigentlich nicht sein. Mhm. Okay, aber die Leidenschaft ist jetzt nicht zurückgegangen im Laufe der letzten Jahre, weil du dir diesen Abstand behalten hast? Ja, die Leidenschaft ist da, gar keine Frage, dahinter zu schauen und die Dinge vielleicht auch mal ganz anders zu sehen als andere, die wirklich dann nur als Fan draufschauen. Mhm. Klar, ich habe... Genau. Keine Ahnung, hunderte von Fußballoffiziellen kennengelernt, ob Spieler, Trainer, Manager oder Offizielle. Da habe ich hinter die Kulissen schauen können und habe natürlich sehr viel mehr über diesen Berufsstand, was es ja ist, gelernt als viele andere. Was waren so am Anfang die Stolpersteine, die man da gehen muss? Als Fußballreporter oder als Sportreporter? Ja. Ach ja, das ich will das gar nicht Stolpersteine nennen, aber natürlich verändert man sich mit der Zeit. Man lernt ja, wenn man sich selber ab und zuhört, was ja nicht so ganz einfach ist, dann lernt man ja viel.
Also ich kann mich erinnern, absolut erinnern, als ich meine allererste Fußballreportage gemacht habe. Es war ein Fußballspiel in der Bundesliga Borussia Mönchengladbach gegen MSV Duisburg. 4:2 für Gladbach, 2 Tore Wuttke. Und da habe ich, glaube ich, 27 Mal das Wort fulminant genannt. Oha. Das ist verpönt heutzutage. Fulminant sollte man am besten gar nicht sagen. Aber dann rief mich mein damaliger Chef an, Kurt Brumme, eine Legende im Radio, einer der größten. Mhm. Der hat die Konferenzschaltung zum Beispiel erfunden. Und der hat mir dann gesagt, achten Sie mal darauf, Sie sagen andauernd fulminant. Und dann habe ich ihn gefragt, wie werde ich das los? Schreiben Sie sich das Wort auf einen Zettel und hängen Sie diesen Zettel mit dem Wort fulminant an die Scheibe. Damals war das noch so, dass man hinter Scheiben saß. Kleben Sie das darauf. Und dann werden Sie es immer vor Augen haben und Sie werden es nicht benutzen. Das stimmt auch. Ganz einfach und simpler Trick. Ja. Ja. Aber es ist gut, wenn man sowas reflektiert gesagt bekommt, ne? Es ist überhaupt das Wichtigste. Egal, das, was du machst, müsstest du auch reflektiert gesagt bekommen. Was machst du gut, was machst du schlecht? Mhm. Das ist das Allerwichtigste und das darf nie, nie aufhören, dass man über das nachdenkt, was man macht und wie man es macht und wie man es vielleicht besser machen kann. Wobei Fakt ist, das, was wir tun, ist eine der subjektivsten Tätigkeiten. Mhm. Es wird Menschen geben, die dich sehr mögen. Es wird Menschen geben, die dich ablehnen. Das gilt für mich genauso. Und das muss man erkennen, wenn man diesen Job macht. Du hast immer Leute, die dich nicht mögen. Das gilt für Günther Jauch, das gilt für Thomas Gottschalk, das gilt für wen auch immer. Das gilt für jeden. Wir haben alle eine bestimmte Gruppe an Menschen, da können wir noch so toll sein, die uns ablehnen wird. Warum auch immer, weil ich Locken habe oder einen Bauch oder was auch oder immer. Oder viel mehr Locken hatte damals. Ja, das ist ja auch 30 Jahre her. Ja. War das schwer, damit auch zu leben? Oder ich sag mal, inwieweit kann man diese beginnende Prominenz akzeptieren oder auch herausfordern? Ja, ich behaupte ja auch bis heute nicht, dass ich prominent bin. Das ist auch ein Wort, das mich eher stört irgendwie. Mhm. Es ist in der Tat so, dass mich ab und zu Leute auf der Straße erkennen. Gerade jetzt war ich hier in Hamburg unterwegs und da haben mich zwei Leute gerade auf der Straße angesprochen. Da sagt die Frau zu ihrem Mann, oh, jetzt haben wir den ersten Bekannten hier in Hamburg getroffen. Das freut einen. Ach so, und wenn die Leute so locker mit einem umgehen, finde ich das toll. Schlimmer ist es, wenn 8-jährige Jungs hinter Mauern stehen, in einem Ostseebad und kein Autogramm von mir haben wollen, weil sie mit 8 den Mann vom Domino, den ich ansprechen wollen. Ja, hat einer der Kameraleute mir gerade erklärt, dass er das mit 8 Jahren gemacht hat. Ja. Aber Prominenz ist, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Man soll sich nicht verdrehen, man soll nicht anders werden. Wenn ich irgendwie ein Problem habe, auch in der Öffentlichkeit, dann soll ich es trotzdem ausleben. Mhm. Ich möchte ich bleiben, auch auf die Gefahr hin, dass mich dann jemand nicht so toll findet. Das ist mir dann auch egal. Mhm. Und wie ist das als Sportkommentator, Moderator, als Fragensteller? Wie lernt man, mit welchen Art von Fußballstars oder Menschen man umgehen kann? Also gibt es da Berührungsängste, gerade am Anfang? Oder wenn jetzt der Kaiser Franz zum ersten Mal vor einem steht? Eins darf man nie vergessen. Wenn ich diesen Job jetzt mache, bin ich Journalist. Und dann muss eigentlich jeder, mit dem ich spreche, für mich gleich sein. Mhm. Dass ich einen Menschen respektiere und akzeptiere, davon gehe ich sowieso mal aus. Mhm. Also wird aber für mich nach Möglichkeit jeder gleich sein. Und ich weiß nicht warum, aber ich hatte diese, nennen wir es Gabe, dass es mir egal war, ob da Franz Beckenbauer stand oder ein ganz junger Spieler, den noch niemand kannte. Weil ich denke, man muss alle gleich behandeln. Und ich habe da nie große Angst vor gehabt. Und wenn ich die Bundeskanzlerin treffe, dann würde ich mit der aus meiner Sicht genauso sprechen wie mit jemandem, der auf der Straße sitzt und mich um einen Euro irgendwie bittet. Also ich würde da keine Unterschiede machen. Und als Journalist muss das auch so sein. Du musst auf alles verdammt objektiv zugehen und ja nicht anfangen zu denken, boah, der hat schon was erreicht. Und haben die Leute akzeptiert, respektiert. Aber deswegen werde ich die nicht anders behandeln als dich oder die Kameraleute oder wen auch immer. Das ist aber, glaube ich, auch der richtige Weg. Ne? Ich hoffe. Ehrliches Interesse zu haben, ohne da in Demut zu verfallen. In dem Moment. Es gibt diesen wunderbaren und richtigen Satz von Hajo Friedrichs, einem der berühmtesten deutschen Journalisten, der gesagt hat, und der wird oft und gerne zitiert, du kannst überall dabei sein, du darfst aber nicht dazugehören. Und das ist richtig. Und du darfst dich noch nicht mal mit einer guten Sache gemein machen. Als Journalist darfst du das nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie Bayern-Anhänger wäre, dann darf ich mich mit denen nicht eins machen. Ich muss nicht dazugehören. Ich muss immer diesen Abstand haben, egal was es ist. Auch wenn ich über vielleicht Menschen berichte, die Wohltätigkeit ausüben oder kirchliche Leute. Das ist alles in Ordnung. Aber ich darf nie mit denen irgendwie hinterher in einem Wohnzimmer sitzen oder zu denen nach Hause gehen.
also das ist jetzt überspitzt, aber dann verliere ich meine Objektivität. Also auch privat nicht zu eng werden? Nein, überhaupt nicht. Neutral am Rande stehen bleiben? Also gerade jetzt, wenn wir über Fußballer sprechen, ich habe gesagt, ich mache das ewig lange, keine Ahnung, Fußball 40 Jahre in etwa, dann, ich habe, solange die Spieler aktiv waren, waren die auch nicht bei mir zu Hause. Niemand. Das ist auch heute noch so. Aber dass es natürlich mal vielleicht den einen oder anderen gibt in all den Jahren, den man dann etwas anders kennenlernt und mit dem man dann vielleicht auch mal zusammen essen geht oder so, das mag sein. Aber bitte dann nach der aktiven Laufbahn. Vom WDR ging es dann irgendwann zu RTL. Genau. Dort bist du, glaube ich, auch den meisten dann, auch vom Namen her, Sport mit Uli Potowski, der Name, der ist ja... Ja, das ließ ich dann nicht verhindern, sozusagen. Ja, genau. Ja, ja. Gab es jemals ein Interview, wo deine Schlagerstar-Zeit von früher nicht angesprochen wurde? Hat es gegeben. Gott sei Dank weiß das nicht jeder. Gott sei Dank. Ich kokettiere damit zwar gerne, weil ich auch da komplett zustehe. Ist mir sowas egal, was die Leute sagen, ob ich da wie ein Mädchen aussah oder ich kann dann keinen Girl. Wenn es dir egal ist, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn wir da auch kurz machen. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich darüber. Ah ja, dann freue ich mich auch. Schön. Ja, ach, dieser Text, sagst du. Kannst du das noch auswendig? Auch die Strophen? Den Refrain könnte ich noch, aber das ist... Das war ja weit vor dieser eben besprochenen Zeit. Das war genau in der Zeit, als ich bei Radio Luxemburg anfing. Ah, okay. Da war ich exakt 18, das war genau in der gleichen Zeit. Tatsächlich? Da war ich 18 auf dem Cover. Ja. Okay, und wieso? Wie kommt es dazu? Ich meine, das ist ja, muss man erstmal schaffen, als Schalker Jung, der vom Bolzplatz kommt, so eine CD dann, oder Platte... Vinyl, 45 Umdrehungen. So eine Platte. War noch ein bisschen was anderes. Platte ist der richtige Ausdruck. Ach, das hat sich so ergeben, weil irgendein Produzent bei Radio Luxemburg war und gesagt hat, du siehst aus wie ein Schlagersänger, komm, wir machen mal was. Kannst du singen? Ich sage, nee, eigentlich nicht. Habe aber Spaß daran gehabt, ich stehe dazu. Finde ich aber gar nicht, dass es so schlecht klingt. Ja, so schlecht ist ja schon mal eine starke Einschränkung, muss ich dir eher sagen. Ja. Gar nicht so schlecht ist es nicht. Aber bist du eigentlich weitergekommen? Bist du denn weitergekommen mit meiner Schlagerkarriere? Hast du mal weiter recherchiert, was dann noch alles kam? Naja, du bist ja dann nochmal bei der Hitparade aufgetreten. Genau, mit wem zusammen? Alle für alle. Ja, und wer war einer meiner Duettpartnerinnen damals? Andrea Berg, da kannte die noch kein Mensch. Also eigentlich war ich der Erste, der mit Andrea Berg... Da waren ganz viele dabei, ne? Ja, ja. Bernd Klüver, leider gestorben. Wer war denn noch dabei? Jürgen Drews war dabei. Da haben wir auch einen Ausschnitt davon. Ich habe es befürchtet. Vorletzte in der Timeline, glaube ich. Dann sehen wir das auch jetzt? Mal ganz kurz... Wo hast wenn du das wir ganz, her? Ganz doll mit Internet. Bitte sagen, könnte man das schnell rausfinden lassen. Ja, das meiste ist tatsächlich im Internet zu finden. Ja, inzwischen wird alles konserviert. Überall. Ja, da auch alte Sachen dann wieder reingestellt. Weil ja, genau. Da und wenn es gelöscht ist, noch ist es wieder Internet. Drin. Ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert. Wenn das jemand löscht, stelle ich es auch wieder rein. Ich würde ja gerne mal das ganze Internet löschen. Ja, das wäre so mein Ziel. Ja. Aber das ist der vorletzte Teil in der Reihe. Das vorletzte Teil. Andrea Berg. Waren viele Schlagerstars da und du? Ich finde umgekehrt, aber das ist schon in Ordnung so. Ja. Nein, hat Spaß gemacht. War auch wie kam lustig. Das denn jetzt noch dazu dann? Dass du da dann so... Das war ein Charity-Projekt eigentlich? Ja, das war für die EZ-Hilfe. Also ich finde, das ist immer aller Ehren wert. Tue Gutes und rede drüber und deswegen darf man auch sowas mal gemacht haben. Mhm. Hat auch ein bisschen Geld gebracht, also insofern war das völlig in Ordnung. Und ich gestehe, ich war immer Schlagerfreund, ich habe das immer gemocht, aber ich mag jede Form von Musik. Bei mir, wenn du mit mir Auto fährst, hörst du Dave Brubeck, hörst du Ella Fitzgerald, Bernd Klüver in dieser Reihenfolge, die Rolling Stones, die Beatles und irgendwas Aktuelles. Mhm, schlimm, okay. Ne? Schlimm. Das kann die Dame nicht, nickt. Ja, das kann nicht jeder über die Dame nickt. Das kann nicht jeder so aushalten, aber... Ich mag das so. Und da war ich ehrlich gesagt stolz. Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika. Ja, irre. Ja, der kleine Prinz. Millionen von Platten verkauft. Klüver ist auch noch gar nicht so lange tot. Ne? Ein paar Jahre. Ah, es ist jetzt auch schon ein paar Jahre, ja. Mhm. Auch tragisch, das Ganze auf Mallorca irgendwie Treppe runtergefahren oder so. Aber war ein super Typ. Ich habe mit dem so viel Freude gehabt. Und ein guter Mensch einfach. Also über die Musik kann man natürlich... Nee, kann man nicht. Man darf gar nicht drüber streiten. Gefällt mir oder gefällt mir nicht, das ist mir Schlager so egal. Habe ich jetzt auch erst vor ein paar Jahren, also komischerweise... Zugang gefunden? Ja. Na guck. Also das hätte ich ja vor 10 Jahren noch nicht gedacht. Was hörst du denn? Merkwürdigerweise nur sag zu den Wahrheit. Alten. Sag die Wahrheit, was hörst du? Zu den Alten? Ja, und also was magst Roland du? Kaiser zum Beispiel. Ja klar, der hat jedes Jahr in Dresden sein Konzert. Kaiser 25.000 Leute. Genau, und drei Tage am Stück nacheinander immer voll, die ganze Seebühne da. Roland Kaiser bin ich auch, also als der diese schwere Erkrankung hatte und wie er gesungen hat, da gibt es ein Live-Album. Und wenn man sich das anhört, da hat er um sein Leben gesungen. Das hat man förmlich gehört, wie er jeden Ton dann nochmal versucht hat zu treffen. Das muss so 2011 gewesen sein. Ja, ungefähr. Und das hat mir immer imponiert. Ich hatte mit Roland Kaiser auch ein paar Mal in meinem beruflichen Leben zu tun, weil was viele nicht wissen, Roland Kaiser war Mitproduzent der Sendung RTL Samstagnacht. Nee, das glaube ich tatsächlich. Das wissen ganz wenige Leute nur. Ja.
Das war in der Anfangszeit, hatte er mit Jackie Drexler zusammen die Firma. Aha. Und die beiden waren die Mitproduzenten von Samstagnacht. Ja. Eine der großen Kultsendungen. So fing Comedy in Deutschland an. Tanja Schumann war vor 2 Monaten erst hier. Genau. Das hat sie nicht erwähnt. Ja, dann, ich weiß gar nicht, ob sie das weiß. Ja. Ja. Und das ist lustig. Ich habe auch mal da mitgemacht bei RTL Samstagnacht. Das hat mir so viel Freude gemacht, so ganz andere Dinge mal darzustellen. Zum Beispiel, das ist dann nahe an den Schlagern, da gab es so eine Volksmusikveräpplung und dann habe ich so Volksmusik gesungen und Duos. Und das war einfach super gewesen. Also das hat wirklich, ja, es hat unheimlich Spaß gemacht, da mal ein Teil der Sendung zu sein. Ja. Aber Roland Kaiser, wenn ich das noch kurz erwähne, ist mir aufgefallen, nach der Erkrankung, als er zurückkam, als er sich, wie du schon richtig sagst, zurückgekämpft hast. Es gab ja dieses eine Live-Album, da haben auch viele geschrieben, da hört man, dass er wirklich alles gibt und er ist jetzt, glaube ich, stimmlich noch auf einem besseren Niveau als damals. Zumindest vergleichbar. Kann man drüber streiten. Genau, muss man aber ja. Seitdem, finde ich, ist er auch viel sympathischer geworden. Ja, er hat sich, das muss man auch sagen, der hat sich als Mensch komplett verändert. Ja. Komplett. Er hat sicherlich mal eine Phase gehabt, Roland Kaiser ist bestimmt Stammzuschauer hier. Ne? Roland, du wirst mir verzeihen, immer. Weil du sagst es auch selber. Der hat mal eine Phase gehabt, wo er ein Großkotz war, wo er die großen Hits hatte, Lieb mich ein letztes Mal und so weiter, wo er wirklich geglaubt hat, er ist unantastbar, in Anführungsstrichen unsterblich. Und der hat dann durch seine ganze Lebensgeschichte erfahren, dass das natürlich nicht so ist. Das Leben hat Brüche und es hat manchmal verdammt viele Brüche. Und bei ihm war dann der Erfolg irgendwann weg, die Krankheit und. Und er hat dadurch gelernt, dass du demütig sein musst für jeden guten Moment, den du in deinem Leben hast. Das begreifen aber viele Leute nicht, diese Demut zu haben. Die muss ja auch ehrlich sein. Ja, wenn die sympathisch wirken sollen, muss sie ja ehrlich sein. Ja, ne? Demut ist ja, das sind ja die ganz einfachen Dinge. Ich weiß, das hört sich immer ja, ein bisschen komisch an, wenn ich das sage. Aber wir haben verloren, auf kleine Dinge zu gucken. Also ich zum Beispiel fahre gerne durch die Lande und sehe gerne Rapsfelder, gerade jetzt in dieser Jahreszeit. Mhm. Ein wunderbarer Anblick. Das ist ein Moment, den man genießen kann. Das haben wir verlernt. Wir suchen alle die nächste Sensation und das nächstgrößere. Und es muss immer toller und immer, ich weiß nicht was, spektakulärer sein. Wir haben den Blick auf die kleinen Dinge verloren. Und ich sage, eine der großen Geschenke, die uns der liebe Gott gegeben hat, ist, sehen, hören, fühlen, schmecken und sonst was zu können. Und wir nutzen das nicht mehr richtig. Mhm. Da bin ich so ein bisschen philosophisch und auch kämpferisch für unterwegs. Stand das bei dir auch jemals auf der Kippe? Gerade als es bei RTL hochging in den 80ern, 90ern? Es hat einen einzigen Moment gegeben, also einen Moment, wo ich geglaubt habe, so jetzt bist du wer. Das ja. war 1989, da war ich Bambi-Preisträger. Da warst du wer. Ja, goldene Bambi. Mhm. Und das Lustige war, das war eine Publikumswahl. Und es ging nicht um Sportmoderation, sondern es ging darum, wer ist der beliebteste Moderator? Wow. Und Achtung, so unterschiedlich können Karrieren sein. Dritter Günther Jauch, zweiter Thomas Gottschalk, erster ich. So unterschiedlich können Karrieren verlaufen. Die beiden sind Multimillionäre. Aber das war so ein Moment, wenn du dann da oben auf der Bühne stehst. Da war die Bambi-Verleihung auch in der ARD noch und in München war das. Und da stehst du auf der Bühne und du guckst runter und da ist Hans-Dietrich Genscher im Publikum, Teddy Kollek, Bürgermeister von Jerusalem, Christe Berg, Iris Berg. Alle am Applaudieren. Und du stehst, genau, und jetzt, pass auf, ich fasse das ganz schnell zusammen. Du stehst da oben, guckst auf die Leute und denkst, hey, die müssen dir jetzt alle zuhören. Und dann sitzt du da an diesem Abend und dann kommen auch diese Menschen und wir machen ein Foto mit dir und was weiß ich. Aber 3 Tage später kennen sie dich nicht mehr. Und das muss man begreifen, dass das auch ganz schnell alles wieder sich in nichts auflöst. Und das war so der einzige Moment, glaube ich, das waren aber wirklich nur ein paar Tage, wo ich gedacht habe, hey, ich bin jetzt hier Superstar. Das waren wahrscheinlich auch 3 Tage, wo sich von außen auch plötzlich unangenehm viele bei dir gemeldet haben und Interviews haben wollten. Das war natürlich, wenn du Sportchef bist bei RTL und als erster die Bundesliga hast und Wimbledon und Formel 1 und was der Teufel und Boxkämpfe. Mhm. Das ist etwas, was ja interessant ist. Du bist wer für die Menschen? Aber ganz viele Menschen von denen, die damals mit mir zu mir Kontakt gesucht haben, die existieren überhaupt nicht mehr für mich. Die sind nicht in irgendeiner Form für mich noch da, weil ich nicht mehr da bin, nicht mehr in der Funktion bin, nicht in der Wertigkeit und in der Wichtigkeit. Und das macht dir dann irgendwann klar, dass du über Positionen von Menschen angesprochen und akzeptiert wirst, die dann hinterher, wenn du das nicht mehr bist, warum auch immer, die verschwinden aus deinem Leben. Und deswegen erkenn das einfach und nimm es an und sei dankbar für alles, was du bist und hast und dann ist auch gut. Bei RTL hast du ja ganz viel auch vor der Kamera gemacht. Als Sportchef wird man ja nicht einfach so, als Anpfiff. Doch, Sportchef wurde man bei RTL einfach so. Wurde man einfach so. Ja, weil ich bin da 1984 hingegangen. Die hatten keinen.
Da war niemand, da wollte auch keiner arbeiten. Das ist für euch ja unvorstellbar. Heute träumen, keine Ahnung, Hunderttausende von Leuten davon, bei RTL arbeiten. Aber das war doch die bekannte Zeit, wo immer gesagt wird, das war die Pionierzeit in der Garage, ja, und Hans Meiser, Mettikrings. Ja, Garage gab's nie, das ist Blödsinn, aber es war... Es wird immer so geredet, ne? Ja, eine Floskel. Es war alles sehr, sehr einfach und Metti wird es ja erzählt haben. Metti war ja auch Mann der ersten Stunde. Und übrigens, Metti hat mit mir beim Radio angefangen. Das ist auch ganz witzig, wenn man das... Und dann war ich ja 25 Jahre weg und dann treffe ich ihn wieder. Das ist schon lustig gewesen. Und da ging es wirklich wild durcheinander. Die Ursprungsbesetzung von RTL waren 30 Leute. 30. Und wir saßen alle in einem Büro. Und ich weiß das noch, als ich das erste Mal da reinkam, da stand Hans Meiser auf einem Tisch im Büro und hat einen Hahnentanz aufgeführt. Wir sind alle bekloppt hier, waren die auch. Aber wir waren... Fanatiker, da waren wir auch mal Fanatiker, was ich eigentlich nicht sein wollte. Und da hat man alles dafür gegeben, um diesem Sender nach vorne zu bringen. Hat jeder 100% Herzblut reingesteckt. Ja, das Gute war, jeder hat ungefähr das Gleiche verdient, das wusste man, es gab keine Stars. Mhm. Mhm. Also, ja, der eine oder andere hat sich da auch schon für einen Star gehalten, aber es gab keine Stars in dem Sinne, dass man Birgit Schrowange vom ZDF geholt hat, das kam ja alles erst Jahre später. Ja. Und das war dann so, dass das eine Waschküche war, das, in der man sich getroffen hat, in der man Wäsche gewaschen hat, im übertragenen Sinne, Sendungen ausprobiert hat. Einfach mal so, wenn man eine Idee hatte, hat man es einfach umgesetzt. Das war das Schöne. Ich saß mal irgendwann an einer Schneidereinheit und habe irgendwas mit Fußball geschnitten. Und dann kann man ja diese Bilder anhalten und dann flog der Ball in Richtung Tor. Und dann habe ich gedacht, oh, da machen wir ein Quiz jetzt draus. Und dann entstand das für die damalige Zeit wirklich sehr schöne Torstop-Spiele. Da haben wir Fußballszenen genommen, haben genau diese Situation dargestellt. Ein Schuss, der Ball bleibt stehen. Und dann mussten die Zuschauer anrufen und hatten 10 Sekunden Zeit, um zu sagen, ob der Ball ins Tor geht oder nicht. Und das haben wir einfach so gemacht, umgesetzt. Und das fand ich so schön jetzt vor 14 Tagen im WDR bei Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs. Was spielen die? Torstopp. Haben aber nicht gesagt, dass ich das erfunden habe. Aber das ist vielleicht schwer. Wussten sie es auch nicht. Ja, aber es ist auch eine gute Idee. Das kann sein. Das ist einfach und gut gemacht. Genau, richtig. Ja. War eigentlich damals, ich nehme das ein bisschen vorweg, weil du jetzt auch so auch ein bisschen mit leuchtenden Augen von dieser Zeit damals sprichst. Ja, war toll. Da wegzugehen dann oder aufzuhören mit Sport bei RTL, ist das deine Entscheidung gewesen, um das mal klar zu fragen? Oder wie kommt das? Nein, das war sehr einfach. Wir haben die Bundesliga-Rechte verloren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 92. Ich hatte dann fast 10 Jahre das gemacht und ich war ziemlich leer. Was ich nicht wollte, war am Anfang, ich hatte einen Etat am Ende zu verwalten von 100 Millionen D-Mark. Das war nie mein Ziel, sowas zu machen. Stand in deiner Verantwortung? Das stand komplett. Ich hatte die komplette Personalverantwortung, 100 Millionen Etat. Und ich habe, das war, irre. Das wollte ich nie machen. Mhm. Und dann war ich dann auf einmal. Und dann waren die Bundesliga-Rechte weg. Das kam ganz überraschend, dass wir die verloren haben, wenn wir die nicht verloren hätten. Dann bin ich damals zu Dr. Thoma gegangen. Das war auch super lustig, am gleichen Tag. Hans Meiser, Dr. Thoma und ich trafen uns im Maritim Hotel in Köln und wir haben beschlossen, Hans Meiser war ja Anchor, der Nachrichtensender, richtig, der wollte das nicht mehr machen und ich wollte nicht mehr Sportchef machen. Und dann sind wir zu Dr. Thoma gegangen und ich hatte damals so ein Angebot von Sat.1 für RAN. Und dann bin ich zu Thoma gegangen und habe gesagt, Herr Dr. Thoma hier, sagte, was wollen Sie? Ich sage, ich will nicht mehr jeden Tag zur Arbeit gehen, ich will das doppelte Gehalt. Oha. Und ich möchte weiter damals die wichtigen Fußballspiele bei RTL kommentieren. Sonst will ich nichts. Also das machen wir. Und das war die Entscheidung. Dann bin ich sozusagen erstmal normaler Kommentator geworden. Mhm. Chefreporter Sport nannte sich das ganz toll. Musste nicht mehr jeden Tag ins Büro. Habe das Doppelte verdient. Also wirklich das Maximum rausgeholt. Ne? Ja, aber ich muss dann auch sagen, und so ist das Leben. Dann können wir dann auch gleich die Brücke wieder darüber bauen. 2 Jahre später, als dann RTL die Champions-League-Rechte zum ersten Mal hatte, es gab einen anderen Sportchef, eine andere Struktur. RTL war wesentlich professioneller geworden, hatte einen anderen Anspruch. Die 84er-Leute hatten nicht mehr das Standing. Und dann hat man gesagt, so, jetzt holen wir Günther Jauch und Marcel Reif. Und schon war Potowski weg. Bin dann immer noch da geblieben, aber ich hatte längst nicht mehr die Wertigkeit und Wichtigkeit. Aber das ist so. Und das muss man dann vielleicht auch akzeptieren, dass dann irgendwann einer sagt, so, der hat das jetzt 12, 13 Jahre gemacht, jetzt müssen wir es anders machen, jetzt holen wir die teuren Leute. Und das ist vielleicht das Ungerechte. Die haben wirklich Millionen verdient. Mhm. Ich habe immer ganz gut verdient, aber ich bin da nicht Millionär geworden. Und das ist dann das, was ja ungerecht ist, aber was einfach die Zeit fordert. Dann kamen andere Leute, eine andere Art der Fußballberichterstattung und ich bin brav in die zweite Reihe gegangen. Ja. Wie ist es denn, wenn du dir Spiele anguckst,
die du nicht kommentierst. Das gibt es ja nur... Gibt es häufiger. Häufiger, ja. Genau. Wie kritisch bist du da selber? Mit den Kollegen? Mhm. Gar nicht, weil ich finde, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Entscheidend ist auf dem Platz, was sich nur damit beschäftigt, was Kommentatoren machen, sagen, wie sie es geworden sind, warum, wieso, weshalb. Da habe ich mich mal mit, ich glaube, 20 Kolleginnen und Kollegen auseinandergesetzt. Das ist ein bisschen großkotzig gewesen. Aber ich sage, jeder von denen hat seine Daseinsberechtigung und jeder von denen wird anders wahrgenommen. Mhm. Natürlich gibt es Dinge, die mich stören oder die ich ganz toll finde. Nehmen wir denjenigen, der jetzt gerade der beliebteste ist, zu Recht. Das ist der Kollege Wolf Fuß, das ist im Moment der beliebteste deutsche Fußballreporter. Warum ist er das? Weil er komplett den Zeitgeist trifft und weil er spricht, wie im Internet geschrieben wird. Unter anderem ist er deshalb im Moment der erfolgreichste deutsche Fußballreporter. Das kann ich nie sein. Ich kann nicht, da bin ich wirklich dann auch aus einer anderen Generation. Ich spreche nicht wie das Internet. Das ist ein großer Unterschied. Ich hatte jetzt in Vorbereitung auf dieses Interview einige Berichte über dich gelesen und an einem steht auch drin, da würde dein Kommentar zu Wimbledon in den 90ern bei RTL hochgelobt. Und da steht drin, mit seiner beruhigt, unaufgeregten Art schafft das auch die größten Regenpausen in einem Festival der Unterhaltung. Ja, das war auch so eine besondere Situation, als wir das im ersten Jahr gemacht haben. Da waren wir auch relativ naiv und wir sind da hingefahren und da gab es ja noch kein Dach über dem Center Court oder irgendwas. Und es hat geregnet, fast die ganze erste Woche. Und das hieß damals, ich musste einfach überbrücken. Manchmal 35, 40 Minuten. Und ich hatte nichts außer... Was wurde denn dann gezeigt? Ja, es gab Monitore, 8. Und auf den 8 Monitoren waren die einzelnen Plätze, die zur Übertragung vorgesehen waren. Aber da war ja nirgendwo was, weil es regnete ja. Aber das war dann so meine Spezialität. Und ich habe das auch sehr, sehr gerne gemacht, dass ich gesagt habe, so, liebe Regie, jetzt gehen wir mal über alle Plätze. Wir gucken mal, wer sitzt da, was ist da gerade los. Und dann sind wir wirklich über alle Plätze gegangen. Und überall, das ist so angeberisch meine Fähigkeit, ich sehe Menschen und kann etwas mit Gesichtsausdrücken, mit Gestik anfangen. Ich habe das interpretiert, habe darüber erzählt, ist das wohl ein Ehepaar, wie lange sind die schon verheiratet, haben die wohl gerade einen Ehekrach, worüber reden die? Und dann muss man... Oha. Ich habe das alles nur frei interpretiert. Das war wirklich so, das war das Jahr, als ich das... Das macht doch fast noch mehr Spaß, oder? Ja, klar macht das mehr Spaß. Aber es ist natürlich auch anstrengend, wenn du das irgendwie 8 Tage hintereinander machen musst und dann über solche Strecken. Mhm. Aber da, wir haben ja auch Glück gehabt. Dann saß auf einmal da, da sitzt ja Cliff Richard. Oh. Sagt dir was, ja? Ja. Rote Lippen sollen man küssen. Zufällig entdeckt quasi. Ja, der sitzt da. Bist du durch das Publikum gegangen? Ja, und das war das Schöne gewesen, dann fing Cliff, das hat geregnet in Strömen, dann fing der an mit den Leuten zu singen. I'm singing und alle sangen mit. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt holt mir den Cliff Richard hier in das Studio, egal wie. Ja. Dann sind die losgerannt und eine Stunde später saß Cliff Richard mir gegenüber. Und das ist mir passiert mit Peter Ustinov, einer der größten Humanisten dieser Welt. Howard Carpendale war mal da gewesen. In deiner Kabine? Ja, ja, die waren alle da. Errol Brown, der Sänger von Hot Chocolate. Freuen die sich darüber? Kommen die dann gerne hoch? Sie sind doch erst mal hier privat da. Da war das so, dass die alle gerne gekommen sind. Ich glaube, heute geht David Hasselhoff war da. Das geht heute alles nicht mehr so. Aha. Das muss man schon klar sagen, das hat sich gewandelt. Aber das ist ja auch 30 Jahre her. Aber die sind gerne gekommen und die haben auch gespürt, das war so, wie wir beide jetzt. Wir sitzen und reden miteinander und wir machen da kein Bohau und da wird nicht, hier ist auch keine Maske gewesen, was man leider auch sieht. Hat hier gerade jemand mit so einem Puder in meinem Gesicht rumgehört. Ja, mit so einem arbeitet. Lappen nochmal ganz kurz. War aber auch in Ordnung. Aber das war das Schöne, dass wir dieses Unbedarfte, oder hier die Kameraleute wird das vielleicht interessieren. Ich habe dann diese langen Moderationen gemacht und wir hatten englische Mitarbeiter und plötzlich hörte ich... Da war der Kameramann, der schlief. Und dann habe ich den anderen gebeten, so, jetzt zeig mal, wie der da schläft. Wir haben also nichts ausgelassen. Wir haben hinter die Kulissen geguckt, wir haben die dreckigen Kabel gezeigt. Wir sind in andere Kabinen gegangen, wir haben andere Kommentatorinnen und Kommentatoren angesprochen. Das war's, nicht mehr. Und das kam sehr gut an, offenbar? Offenbar. Damals war ja noch nicht die Zeit des Internets, wo man nebenbei direkt gucken konnte, was schreiben die Leute bei Twitter jetzt gleichzeitig und was wird nebenbei gechattet. Gott sei Dank. Da hat man einfach drauf losgehört. Ja, ja, Gott sei Dank. Ich finde das schlimm, dass die Leute alles drei Dinge auf einmal machen. Also niemand lässt sich mehr auf etwas ein. Das ist auch eine unserer ganz großen Krankheiten. Das ist wirklich so. Warum kann ich mich nicht auf ein Buch einlassen, auf eine Fernsehsendung? Deswegen gehe ich gerne ins Kino, weil da bin ich gezwungen. Obwohl ich da Leute kenne, die da manchmal auch noch ihr Handy anmachen. Aber ich finde, das ist so wichtig. Stimmt, aber Kino ist ein gutes Beispiel. Da ist wirklich so der Moment, wo... Ja, wo es auch noch geht...
aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr lange, das ist, wenn du fliegst. Aber jetzt sehe ich ja gerade, dass bei Lufthansa das Internet ausprobiert wird. Ich denke, um Gottes Willen, warum muss ich da oben auch noch Internet haben? Ist das eigentlich sehr schwer, sowas zu kommentieren? Worauf muss man alles achten? Also ich stelle mir das immer so vor, also ich habe zwei wesentliche Fragen. Wesentliche Frage 1, Achtung, ist es unbedingt notwendig, dass der Kommentator vor Ort ist? Und, wenn ja, warum natürlich? Denn die Antwort wird wahrscheinlich ja lauten. Und zwei, was hat man alles noch vor sich? Was hat man für Spielerdetails? Was weiß man? Was schreibt man sich vorher auf über die einzelnen Leute, die gerade am Ball sind? Wie läuft diese Arbeit ab? Sprichst du jetzt über Fußball oder Tennis? Erst in den Fußball. Also natürlich ist es ganz wichtig, allein um die Atmosphäre aufzunehmen, vor Ort zu sein. Das ist eine ganz andere Form des Kommentierens. Ist das immer so? Ja, ich finde ja. Mhm. Wobei, wenn du bei Sky, das mache ich jetzt wieder morgen und übermorgen, Konferenz machst, da bist du ja in München in einem, so wie hier, du guckst auf den Monitor und das war's. Mhm. Währenddessen der Einzelreporter immer im Stadion ist. Mhm. Das ist der Unterschied, aber das hat ja technische Gründe, warum man die Konferenz eher schwierig machen könnte, wenn man die Reporter auch noch in den Stadien hätte. Das wäre Blödsinn. Ja. Technisch, inhaltlich. Also das hat alles gute Gründe, warum man das eine so und das andere so macht. Aber ich bin natürlich ein großer Fan davon, vor Ort zu sein. Wie gesagt, du ich erzähle es gerne, was viele nicht wissen, jetzt wenn so Winter ist, dann kannst du als Fußballreporter bei Sky, da gibt es eine Produktionsfirma, die heißt Sportcast, da kannst du dann als Kommentator sagen, so wir haben jetzt -6 Grad, ich hätte gerne 8 Decken, stell mir 3 Heizlüfter dahin, damit ich da nicht friere. Da bin ich, glaube ich, der Einzige, der sagt, ich will nichts von alledem, weil ich möchte, dass ich dieses Fußballspiel so erlebe wie 97% der anderen Zuschauer im Stadion. Ich will da keine extra Behandlung, ich will das alles genauso 1:1 erfahren und fühlen wie die anderen auch. Und deswegen keine Decke, kein Heizlüfter. Aber die sitzen aber alle nebeneinander, ne, die Kommentatoren? Ja. Die sitzen ja übereinander oder untereinander. Sieht man sich auch permanent? Man sieht sich, ja. Bei den großen Spielen, klar. Das ist ja manchmal, mein Gott, das mache ich jetzt nicht mehr, aber früher, wenn du Champions League gemacht hast oder Fußball-Weltmeisterschaften hast du dann, also ich habe das WM-Spiel in Mexiko, Deutschland gegen Argentinien kommentiert. Mhm. Da sitzen 120 Kollegen auf der Tribüne und das ist ein babylonisches Sprachgewirr. Du hörst das auch so ein bisschen alles mit. Es geht gar nicht anders. Ja, aber es ist schön, das ist toll. Das stimmt schon. Also das ist auch, gerade wenn du sagst, ich will auch keine Heizdecke haben, also du willst auch 100% Atmosphäre dann rüberbringen. Ich habe es gerade mal irgendwann erzählt, ganz früher war das so, wenn du beim Radio gearbeitet hast, saßt du in einer Kabine, Plexiglas drumherum, fand das immer ganz schrecklich. Also da, wo ich den Zettel draufgeklebt habe mit Fulminant. Ja. Das ist jetzt Gott sei Dank, wenn du im Stadion bist, nur noch in einem von 1000 Fällen so. Du sitzt wirklich auf der Tribüne, links und rechts sind die Leute und du kriegst das hautnah mit. Ja. Mhm. Und du wirst auch schon mal irgendwie angeflaxt von den Zuschauern oder so. Das ist so. Ich habe dieses Jahr eine Pokalübertragung gemacht, das war sehr lustig, Sandhausen gegen Heidenheim. Und das war ein schreckliches Fußballspiel. Zur Halbzeit stand es 0:0. Ja. Und als ich kurz vor der Pause kam mir so der Bratwurstgeruch in die Nase, weil da Würstchenstände sind. Mhm. Und sag so, jetzt ist Pause, liebe Zuschauer, nutzen Sie die Zeit, hier gehen die Leute jetzt eine Bratwurst essen. Ich habe leider nicht die Gelegenheit, ich melde mich gleich wieder, wenn die Pause vorbei ist. Jetzt kommt in der Pause kommt ein Zuschauer mit seinem Handy und sagt, hahaha, meine Frau ist zu Hause und die hat das Spiel geguckt und die sagt gerade, Sie würden gerne Bratwurst essen. Hahaha, ich gehe jetzt eine essen. Er geht weg. Zweite Halbzeit fängt an, was mache ich? Und erzähle dann genau diese Geschichte. Okay, ja. Meine Damen und Herren, hier war gerade jemand, der holte sich eine Bratwurst, hat mir erzählt, dass die Frau, und sagt, ich glaube, ich bin der Einzige, der sowas macht, und sagt dann, liebe Frau, schreiben Sie Ihrem Mann bitte nochmal, dann mögen wir doch auch eine Bratwurst bringen. 3 Minuten später stand der mit der Bratwurst da. Meine Frau hat mir geschrieben, soll ich noch eine Bratwurst bringen? Ich fand das sensationell. Dass man das ist das Schöne, dass man so ein Massenmedium, okay, PTV, da Heidenheim gegen Sandhausen haben nur ein paar Tausend geguckt, aber man kann was darüber bewirken. Ne? Das fand ich toll. Ja, und wahrscheinlich ist es da auch in Ordnung, so ein bisschen sowas zu machen. Ach, oder ist es bei Sky anders als bei RTL zu kommentieren? Ja, das ist schon anders. Sky ist, sagen wir mal, der sachlichere Sender. Was wir früher gemacht haben, war noch mehr Entertainment, noch mehr Nebensächlichkeiten. Mhm. Aber Sky ist schon sehr fachlich ausgerichtet. Weil die Leute das dafür abonnieren, weil die auch Informationen ich haben glaube, wollen? Ich glaube, die Leute ist das wollen, so? Ist aber jetzt wieder meine These. Es gibt Leute, die das ganz schrecklich finden, wenn man so einen Unsinn macht.
Ich glaube, dass es aber auch genauso viele Leute gibt, die es lustig finden oder daran. Ja. Ich merke das immer wieder, denn ich war jetzt in Kaiserslautern neulich. Und da habe ich erzählt, weil ich da übernachtet habe, habe ich erzählt, dass irgendwie nachts zwei Kaiserslautern-Fans vor dem Hotel rumgegrölt hätten. Da stand ein blau-weißer Bus und haben dann irgendwie gegen den Verein gelästert und so. Und das habe ich erzählt. Aha. Und dann haben die sich noch vertan, weil ich glaube, da war Duisburg noch in der zweiten Liga. Die haben das für einen Schalke-Bus gehalten. Es war eigentlich alles falsch. Und das habe ich so nebensächlich erzählt in dieser Reportage. Mit dem Ergebnis, dass das jetzt zwei oder drei Jahre später kommt einer aus Kaiserslautern zu mir. Ich habe das schon vergessen gehabt. Und erzählt mir das. Oh, das fand ich so lustig und so. Und sowas bleibt natürlich am Ende häufiger, länger und mehr hängen als ein 2-0 oder so. Ja, natürlich. Aber darüber kann man streiten, einverstanden, ob man das mag oder nicht. Aber ich werde mich deswegen jetzt nicht mehr ändern. Jetzt nicht mehr. Legst du dir denn heute noch so viele Informationen beiseite wie damals? Oder? Nein. Ich habe das eigentlich nie gemacht, weil ich auch glaube, dass man das nicht machen muss. Natürlich liest man vor einer Übertragung, vor einem Fußballspiel alles Mögliche. Mhm. Dann ist es aber auch keine große Kunst, wenn man weiß, am Wochenende mache ich X gegen Y, dann liest man gerade das, was in der Woche passiert und dann bist du eigentlich im Thema drin. Wir wollen nicht so tun, als ob Fußball irgendwie eine Wissenschaft wäre. Also man schaut nicht, längere Frage, da kannst du kurz einen Schluck trinken. Man schaut nicht, oh, der ist jetzt am Ball, Moment, Spieler Nummer 12. Ah, okay, ja, der ist ja seit 2 Wochen verheiratet, meine Damen und Herren. Ja, wenn man das wüsste oder wenn man es gerade gelesen hat. Ja, aber man hat das nicht, man muss jetzt nicht unbedingt zu jedem immer Informationen haben. Nein, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Nein, aber wenn es was Prägendes ist oder halbwegs Interessantes, wenn einer von mir aus Vater geworden ist, darf man das sicherlich sagen. Mhm. Auch da gibt es Puritaner, die sagen, das interessiert mich gar nicht, ob der Vater oder sonst was ist, das interessiert mich nicht. Ist ja in Ordnung, jedem seine Meinung, aber nochmals, ich werde meine Art, ich glaube, dass ich das gar nicht mehr so viel mache. Ich habe das früher häufiger gemacht, dass ich so Nebensächlichkeiten für einen Fußballfreund habe einfließen lassen. Aber ich mache das, wenn es mir in den Kopf kommt und mir fällt etwas ein, dann mache ich das heute auch noch so. Mhm. Und nochmals, ich nehme das billigend in Kauf, dass mich dann auch, keine Ahnung, 50% der Leute eben nicht mögen. Aber wenn du 50% in diesem Gewerbe auf deiner Seite hast, dann bist du gut. Mhm. Die Hälfte brauchst du. Was die andere Hälfte denkt. Ja, genau. Schwierig ist es, wenn die Mehrheit... Ja, wenn 51% gegen dich sind, dann wird es schwierig. Ab 51% dagegen wird es schwierig. Hast du in all den Jahren, die du jetzt wahrscheinlich 3000 Mal in so einem Stadion gesessen hast... Ja, das kommt ungefähr hin. viele Eskalationen miterlebt? Viele Ausschreitungen, wo du sagst, das vergesse ich nie? Ja, natürlich. Ich habe ganz schlimme Dinge miterlebt. Zum Beispiel 85 war ich im Heysel-Stadion gewesen, als beim Endspiel um den Europapokal der Landesmeister, also der Vorläufer der Champions League. Mhm. Da gab es ein Spiel zwischen Liverpool und Turin. Und ich bin dort gewesen. Übertragung sollte, glaube ich, um 20 Uhr beginnen. Und ich schaute um 19 Uhr auf meinen Monitor. Da war es unruhig im Stadion. Es war die ganze Zeit was los. Man merkte auch Streitereien. Und dann hatte die Kamera so ein Bild ausgewählt in eine Kurve. Und da lagen irgendwie Menschen. Und dann ist mir von jetzt auf gleich klar geworden, die sind tot. Oha. Und dann sind 39 Menschen gestorben. Und das ist natürlich etwas, was dich ein Leben lang begleiten wird. Ich habe auch geglaubt danach, ich gehe nie wieder in ein Fußballstadion. Mhm. Das ist auch das Erstaunliche, dass man solche Dinge relativ schnell verdrängt. Aber meine Einstellung zum Fußball und dazu ins Stadion zu gehen, hat sich auch verändert. Wenn ich jetzt gehe, gucke ich immer, wo kommt man hier raus, wo bin ich, in welchem Bereich. Mhm. Das hat sich, 85 war, das hat sich dramatisch verändert. Und dann war es einfach so, dass ich dann in Luxemburg angerufen habe und gesagt habe, passt auf Leute, wenn wir das Spiel jetzt übertragen, ich werde kein Wort zu diesem Spiel sagen. Das war ja das Irre. Es gab 3 Stunden Theater im Stadion und dann hat man beschlossen, jetzt spielen wir Fußball, obwohl da 39 Menschen gestorben sind. Würde man heute, glaube ich, nicht mehr so machen. So merkwürdig sich das anhört, es war die richtige Entscheidung, weil von den 60.000 im Stadion wussten 58.000 nicht, was da wirklich passiert ist. Und wenn du jetzt die Durchsage gemacht hättest, es sind 39 Menschen gestorben, wir müssen das Spiel jetzt absagen, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Also es ist eine vorsichtige Vermutung. In Richtung Panik. Und das hätte noch viel schlimmer kommen können und so verrückt und so unmenschlich das erscheint. Mhm. Aus pragmatischen Gründen war es dann vielleicht die richtige Entscheidung. Aber dann habe ich gesagt, das war sehr interessant, weil das ZDF und RTL übertrugen gleichzeitig. Mhm. Und dann hat das ZDF entschieden, als das Spiel angepfiffen wurde, so, jetzt gehen wir raus aus der Übertragung, haben abgebrochen. Ich weiß nicht, was sie gesendet haben.
Und bei RTL hat man gesagt, wir bleiben jetzt aber auf dem Sender und du überträgst das Spiel. Und ich habe gesagt, ich werde nicht ein Wort über Fußball jetzt verlieren. Das geht nicht, das könnt ihr nicht von mir verlangen. Da sind Väter und ihre Kinder, die sind hier hingekommen und sind jetzt tot. Und jetzt soll ich über Fußball reden, kein Wort von mir. Und dann haben wir die Geschichte insofern weiter übertragen, dass ich dann mehr der Katastrophenberichterstatter war, weil ich dann natürlich erzählt habe, was gerade hier so passiert im Sinne von Katastrophe, aber nicht im Sinne von Fußball. Das war dann ja auch eine Zeit, wo das ja noch nicht jeder im Stadion im Laufe der Zeit mitkriegen konnte. Nee, ne? Wir hatten kein Internet, keine Handys. Das ist ja Vor- und Nachteil, wie immer. Und wenn man das heute so sieht manchmal, wie schnell irgendwelche auch Falschmeldungen auf die Handys kommen. Ich habe das vor ein paar Tagen erlebt. Da wurde eine Nachricht rumgeschickt in Aachen. Heute Abend Anschlag auf den Bend, das ist so eine Kirmes. Bitte alle nicht dahin gehen. Das hat einer willkürlich gemacht und an 5 Leute verschickt. Und dann kommt der Multiplikator, die verschickten es. Und plötzlich war eine Panikstimmung da. Und da war nichts dran, überhaupt nichts. Und das sind da sind wir wieder bei den Dingen, die das Gute und das Schlechte am Internet und an den Handys, dass das auch positive Seiten hat, streite ich nicht ab. Aber es war auf jeden Fall schon eine ganz prägende Sache. Und das ist prägend, ja. Gibt es auch ein Fußballspiel, wo du sagst, das war jetzt zum Beispiel Bayern ManU oder so Sachen, wo du sagst, da... Mein Lieblingsfußballspiel wird auf alle Zeiten, was heißt auf alle Zeiten? Ein Schalke-Spiel. Ja. Da hat Schalke gegen Bayern München gespielt, ja. DFB-Pokal. Schalke war Zweitligist und die Bayern damals natürlich auch ganz oben. Und Schalke, krasser Außenseiter. Es hat geregnet in Strömen, war aber so im Mai, war angenehm warm. Und die Bayern waren immer in Führung. 1-0, 2-0, 2-2, 3-2, 4-2, 4-4. Dann gab es Verlängerung und das Spiel stand in der 120. Minute 6-5 für die Bayern. Und dann hat in der 123. Minute ein gewisser Olaf Thon, der damals 18 Jahre alt war, das 6-6 erzielt. Und das ist so ein Spiel, da war ich junger Hörfunkreporter, das mir auf Ewigkeiten in Erinnerung bleiben wird. Weil das war von der Dramaturgie her ideal zum Übertragen. Aber ich habe danach so viele Fußballspiele in meinem Leben gesehen und auch übertragen. Und manchmal müssen das auch gar nicht die ganz wichtigen Spiele sein, die dann so bleibend in Erinnerung fahren. In einem Interview hast du mal gesagt, die Schalker feiern jeden kleinen Sieg mehr als Bayern die ganze Meisterschaft. Das hat man ja gesehen. Jetzt am letzten Samstag wurden die Bayern Meister. Wie viele Leute waren am Flughafen, um die Mannschaft in Empfang zu nehmen? Wie viele waren es denn? Einer war da und hat den Empfang genommen. Ein richtiger Fan. Ein Fan war da, ja. Also immerhin. Und das war ja so lustig. Im ZDF haben sie es gut gezeigt. Jetzt zeigen wir mal, was in München los ist. Nichts war los. Ist klar, wenn du da 1000-mal deutscher Meister wirst, dann ist das alles selbstverständlich. Und die wahren Bayern-Fans oder die meisten der Bayern-Anhänger, die wohnen ja noch nicht mal in München. Mhm. Die kommen ja weiß der Teufel woher, um diesen Event-Fußball zu... Sind die vielleicht auch viele Fans einfach, weil das die erfolgreichste Mannschaft ist? Ja klar, das ist ja... Also, du kannst es nicht wissen, du wirst es nicht wissen. Wenn ich Kinder heute frage, wie oft war Schalke 04 deutscher Meister, was kommt dann als Antwort? Gar nicht. Genau. Stimmt aber nicht, weil Schalke war 7-mal deutscher Meister. Ja, und war der Rekordmeister in Deutschland bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis 1958. Und in der Zeit, da gab es das ja auch schon. Da war ganz Deutschland, also als Beispiel, ist Schalke deutscher Meister geworden und sind zurückgefahren über den Hauptbahnhof Dortmund. Erzfeinde. Da waren 40.000 Leute am Dortmunder Bahnhof, um die Schalke in Empfang zu nehmen. Am Dortmunder Bahnhof. Und das ist so, dass natürlich, da waren die erfolgreichste Mannschaft des Ruhrgebiets und spielten einen tollen Fußball für die damalige Zeit. Und dann gab es den ganzen, und das ist ja auch heute noch so, gerade unter Älteren, du findest ganz viele Menschen, die sagen, ja, das ist, Schalke ist gut, aber ja. Deswegen ist das jetzt so mit den Bayern. Wer Erfolg hat, der hat auch immer Leute, aber auch viele, die das ablehnen. Das ist ganz normal. Ja, wenn man so über all die Jahre so sehr hinter diese Kulissen geguckt hat, wenn man so mitgekriegt hat, wie das Fußballgeschäft auch funktioniert, dass es eben auch ein Geschäft ist, dass die Bayern auch gewinnen müssen, weil sie auch schon so viel investiert haben und so. Ja, die haben aber auch alles richtig gemacht, das muss man der Fairness halber sagen. Große Leistung, was sie wirtschaftlich, managementmäßig geschafft haben. Überhaupt kein Neid, das ist respektabel. So sehr, dass sie sogar Ewigkeiten hinter Uli Hoeneß immer stehen werden, egal was er tut, ne? Ja, das, was mit Uli Hoeneß da passiert ist, das ist natürlich... Ich will es mal so sagen, jeder... Das ist ein Einzelfall. Nein, wir müssen es so sagen. Also ich glaube, dass Uli Hoeneß krank war.
Ich weiß nicht, ob es noch ist, ich hoffe nicht. Er war nämlich süchtig. Er war spielsüchtig in einem bestimmten Segment, das wir beide gar nicht nachvollziehen können. Er hat da gezockt mit, ich habe keine Ahnung, mit Millionen. Ja, das können wir beide nicht nachempfinden. Aber es ist genauso, als wenn du, keine Ahnung, hier irgendwo in so ein Casino an die Ecke gehst und da 100 Euro reinschmeißt. Das ist genauso bescheuert. Oder wenn du zu viel Alkohol trinkst. Also ich habe mal tatsächlich 3 Monate öfter mal in der Merkur-Spielothek verbracht. Bis warum? Weiß ich nicht. Weil mich da jemand hingeführt hat. Ich wusste immer nicht, wie sieht das drinnen aus. Mhm. Draußen kann er nicht reingucken, aus guten Gründen. Und ich habe mir das gut gefallen. Einmal hatte ich halt keine Lust mehr. Aber ich kann schon verstehen, manche Leute, die saßen auch 20 Jahre schon, benutzen ein paar Automaten gleichzeitig. Ja, ja. Das ist natürlich eine andere Klasse als Uli Hoeneß, ist mir klar. Aber ist das tatsächlich vergleichbar? Aber mit vielen anderen Suchterkrankungen auch. Wir haben ja nicht nur Spielsucht. Aber das, ich glaube, ich muss das ganz vorsichtig sagen, ich glaube, dass er da süchtig nach geworden ist, mit seinen komischen Geräten da für Millionen an der Börse zu spekulieren. Das ist auch eine Sucht, aber ich will das damit nicht besser machen. Mhm. Und ich finde, die gerechte Strafe ist dann, ich habe keine Ahnung, das fünffache Geld von dem, was er da nicht versteuert hat, ihm dann hinterher abzunehmen. Und ich finde es auch falsch, dass man die Leute ins Gefängnis steckt. Das bringt gar nichts. Und Uli Hoeneß im Gefängnis, was bringt mir das? Nichts. Ich finde, man sollte solche Leute dann soziale Arbeiten machen lassen. Mhm. Uli Hoeneß ein Jahr in einem Kinderhospiz, in der Altenpflege. Das wären tolle Strafen. Weil dann siehst du, was es so an Schicksalen in der Welt gibt und was vielleicht wichtig ist. Und da sind wir bei einem unserer Eingangsthemen, worüber man sich unter Umständen sehr freuen kann. Also das und dafür brauchst du keine Millionen. Mhm. Also ich bin so relativ regelmäßig in einem Kinderhospiz, weil ich da vorlese. Und da erkenne ich dann zum Beispiel, dass die Kinder und auch die Eltern der Kinder, die Kinder dem Tode geweiht, das darf man ja nicht vergessen. Mhm. Aber wie fröhlich die sind, wenn die Sonne scheint, wenn eine Katze durch die Wiese läuft, wenn eine Blume blüht, wenn es was zu lachen gibt. Und wenn du das erkennst, dann glaube ich, wirst du auch merken, dass dieses Spielen um Millionen eigentlich Schwachsinn ist. Eigentlich. Warst du denn überrascht, als diese Uli Hoeneß-Sache? Ja, natürlich war ich da überrascht. Also hat auch keiner mit gerechnet? Also in dieser Form nicht, nein. Weil es ist ja auch jemand gewesen, der nach außen hin ja auch immer, ja, der hat ja so getan, als ob er auch Bundeskanzler sein könnte. Ja, genau. Und so eine moralische Instanz. Aber der hat es gar nicht gemerkt. Deswegen, ich sage ja, das ist dann auch eine Krankheit. Und da können wir uns alle drüber erheben, sollten es aber, also wir sollten es vermeiden. Mhm. Ich weiß nicht, was wir alle selber so an dunklen Ecken in unserem Leben haben. Ja, ja, das wird man auch nicht erfahren. Ja, weil du das sagst, das mit der Spielothek, da wäre ich auch angreifbar. Ich könnte auch 3 Monate sitzen, das weiß ich. Ja, aber das war auch eine Phase, wo ich auch, was mir sowieso nicht so gut ging. Und dann haben wir jeden Abend zusammen verbracht und er war halt immer da mit mir da. Das war auch nicht viel. Es ist gar nicht so leicht übrigens, in so einer Spielothek ganz viel Geld zu verlieren. Wenn du da 20 rein wirst, das rattert erstmal eine halbe Stunde durch, bis du dir auch verspielen kannst. Das ist immer das Gleiche. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Merkur. Nee, ja, aber im Nachteil. Es ist relativ langweilig dort. Also irgendwann wird es auch öde, aber ich kann verstehen. Und das sind auch nur Automaten. Also wenn es irgendwas mit so einem Roulette-Tisch wäre, irgendwie, wo man, also nur an so einem Bildschirm spielen, das wäre schon ziemlich. Aber sind diese Automaten nicht immer vielfältiger geworden in den letzten Jahren? Ja, habe ich nicht mitgekriegt. Die gehen auf, da gibt es Unterspiele, Oberspiele, Serien, also ja, das ist schon gefährlich. Ja, da kann man sein ganzes Leben lang lassen. Man kann auch darüber schön philosophieren. Ja, ich fand es vor allen Dingen krass, dass da immer so ähnlich wie hier immer die gleiche Stimmung ist. Ob das dann morgens um 6 ist oder abends um 11, das ist immer da drin gleich. Es werden einem Snacks serviert, da hatte ich am Anfang noch Schwierigkeiten, die anzunehmen. Darf man nicht mehr. Nicht? Das ist verboten. Also das war meine große Spielothekzeit, diese 3 Monate, von denen ich gerade sprach, das war 2015. Also da gab es zumindest in der Merkur-Spielothek. Ja, ist verboten. Das ist verboten. Die jetzt nicht aber mehr? Die machen ja auch Fernsehwerbung und dürfen das eigentlich nicht. Die machen die Sonne von Merkur wird ja auch öfters eingeblendet. Das war hier bei Fernsehkritik TV schon öfters Thema. In der Fernsehwerbung? Ja, da taucht plötzlich so eine Merkur-Sonne auf. Guck. Also wie so ein merkwürdiges Unternehmen, glaube ich. Ja, ich sage, wer mit Verstand spielt, wer mit Verstand Alkohol trinkt, von mir aus auch, wer mit Verstand raucht, das ist alles in Ordnung. Aber wenn du 40 Zigaretten am Tag rauchst, ist es schlecht. Mhm. Wenn du 40 Bier trinkst, ist es schlecht. Und wenn du jeden Tag in die Spielothek gehst, ist es auch schlecht. Wenn du da im Monat einmal reingehst und was weiß ich, 20 Euro verspielst, ist das ja nichts gegen zu sagen. Was du eben ganz gut gesagt hast, ist, bessere Strafe wäre gewesen, ihn wirklich was Sinnvolles machen zu lassen, ihm auch wieder zu zeigen, was das Leben eigentlich auch ist, oder vielleicht auch das öffentlich zu dokumentieren. Ist denn dieser große Medienecho für so einen Menschen wie ihn, der ja unglaublich selbstbewusst wirkt, überhaupt eine Art Strafe? Meinst du, er hat da sehr drunter gelitten auch? Ich kann ja da nur spekulieren. Ich glaube, dass er darunter gelitten hat, dass plötzlich er
mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, dass er ins Gefängnis gekommen ist, dass es, er hat immer eine gewisse Form der Ablehnung auch gehabt, Uli Hoeneß, das ist ja klar, aber die wurde ja dann noch viel massiver und auch viel persönlicher zum Teil. Also das der hat darunter gelitten, natürlich hat er darunter gelitten. Und trotzdem sage ich, um das zu begreifen, was man da macht, wäre es besser, dass man das auch öffentlich macht, ist auch in Ordnung. Dass da, wer immer in der Öffentlichkeit steht, der muss dann auch damit leben, ja, dass seine Schattenseiten dann plötzlich sehr öffentlich werden. Aber ich bleibe dabei, es wäre nicht schlecht, wenn diese Leute dann Gefängnis, was hilft mir das, wenn Uli Hoeneß im Gefängnis ist? Nicht. Das nee, kostet genau. Eigentlich noch Geld, glaube ich. Ja. Ne? Weiß ich gar nicht, wer das alles dann bezahlt. Ist das der Steuerzahler? Ach, stimmt, das gar nicht. Muss ja. Aber der bezahlt ja nicht selber, wenn er da im Gefängnis sitzt, 120 Euro am Tag oder so. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das weiß ich auch nicht, das müssen wir nochmal nachgoogeln, einen Faktencheck nachreichen. Ja, genau, machen wir. Stimmt, das wäre natürlich wirklich dann der bessere Weg. Ich habe hier ja Dominosteine stehen, weil wir alle, noch ein also Thema. Weil wir alle hier, alle meiner Generation große Domino-Day-Fans gewesen sind. Das war bei der RTL ein Highlight-Event, worauf man einfach das ganze Jahr hingefiebert hat. Linda de Mol hat es dann irgendwann nicht mehr gemacht. Dann war Frau Ludewig auf einmal da. Genau. Wurde in Holland aufgezeichnet, in viele Länder übertragen. Live, auch, ne? live. Das geht nicht anders. Domino Day war live. Weil ich finde, ein geniales Format, das muss man sich auch mal vorstellen. Wolfram Kunz und ich haben das ja mal kommentiert. Ja, immer. Das heißt, ne? Ja. Mhm. 2 Stunden lang fallen Dominosteine um und jetzt rede. Und du wusstest ja nie, was passiert. Aber ich fand ja immer, dass das Kulturprogramm war. Weil da waren ja manchmal Bilder von Van Gogh oder sowas, die wurden ja danach gebildet. Oder Botschaften genau. Für die Welt. Genau. Ich fand das immer cool. Und was die Leute da gemacht haben an technischen Kabinettstückchen, das war sensationell, wie das alles funktioniert hat. Schön war auch, da waren, glaube ich, 80 junge Menschen aus ganz Europa, die da in einem Dorf 2 Monate zusammen gelebt haben, um Dominosteine aufzubauen. Mhm. Was da für eine Gemeinschaft entstanden ist, auch sprachlich und kulturell und vielleicht auch politisch an der einen oder anderen Stelle. Das war super. Also ich weiß, wie viele Leute gesagt haben, würde ich mir nie angucken. Aber ich kann mich erinnern, als das erste Mal gemacht wurde. Ich hatte das gesehen in China. Da haben die das immer schon gemacht. Und da bin ich zu unserem Programmdirektor. Ich stoße mal um. Ja, mach mal, dass wir den Effekt haben. Super. So. Oh Gott, kein Weltrekord. Ich hatte das gesehen in China und da bin ich zu unserem Programmdirektor gegangen und habe gesagt, hör mal, das ist unglaublich. In China schmeißen die 2 Millionen Dominosteine um und die gucken Leute eine halbe Stunde lang Fernsehen. Mehr war das damals nicht. Und dann haben wir den Paul in Holland gefunden, der uns dann diese Dinge gemacht hat, technisch gemacht hat. Und dann haben wir gewettet. Ich habe gesagt, das gucken Minimum 4 Millionen Zuschauer. Mhm. Haben alle gelacht an der Konferenz, weiß ich noch wie heute. Das von 4 Millionen war damals eine normale Zahl für RTL. Heute bist du mit 4 Millionen da ganz weit vorne. Richtig, ja. Damals klar. Waren 4 Millionen nicht viel. Ne? Mhm. Aber ich habe gesagt, 4 Millionen gucken. Haben alle gelacht. Dann haben wir gesagt, pass auf, für jede 100.000 mehr kriege ich eine Flasche Champagner, obwohl ich gar keinen Alkohol trinke. Und dann hatten das beim ersten Mal 7, kommt, nee, so viele waren es nicht, beim ersten Mal 7,8 Millionen. Hatte ich 38 Flaschen Champagner. Aber das sind ja dann irgendwann mal, waren das mal 13 Millionen, das hatte Wetten, das ausgemacht. Ja, ich weiß, ja, da hat jeder darauf hingefiebert. Ja, dann wurde es dann auch wieder ein bisschen weniger normal. Aber das war super, super, super erfolgreich. Und auch gucken wir mal kurz rein. Oh, gibt's was? Schön. Das Geräusch vergessen wir ja nie. Nee, ich auch nicht. Wolfram hat noch mehr Gesülz als ich, sagst du. Ja, also, das ist aber auch eine Sendung, die ich dafür gemacht habe. Ja, das ist unglaublich gewesen. Und wir wurden ja auch nach Worten bezahlt. Also für jedes Wort gab es, glaube ich, 80 Cent oder so. Das ist ja ein Feuerwerk an Laber-Sülz. Aber das hat unheimlich Spaß gemacht. Ich habe da das Wort Aorta zum ersten Mal gehört. Das war nämlich das Wort des Domino Days. Das war die drumherum lief. Ja. Die Sicherheitsaorta. Genau, dass das nicht schief geht. Das ist wieder angestoßen. Ich glaube, da war auch viel geschummelt. Aber egal, das ist, die Illusion war... Nee, ich würde doch schon gern hören. Es war irgendwann mal war, ich weiß gar nicht, wann es war, da fielen die an zu laufen und blieben nach 30 Sekunden blieb alles stehen. Jetzt, die Sendung war zu Ende. Stimmt. Da standen aber noch 7 Millionen Steine. So, ja. Das war's. Und dann wurde ganz schnell beschlossen, ja, wir zählen ab da. Das ist eigentlich völlig gegen die Regeln, weil wenn es stehen bleibt, bleibt stehen. Aber da waren wirklich nur, keine Ahnung, die ersten 10.000 Steine. Block stand das. Entsetzen auf den Rängen. Was machen wir jetzt? Wir haben auch noch 4 Stunden Sendung, aber es fällt kein Stein mehr. Ja, wir zählen ab da neu. Ja, dann, das ist kein Problem. Ja, das ist auch die richtige Entscheidung. Ach, das soll man nicht ernst nehmen, ne? Um Gottes Willen. Das Ereignis sind ja wirklich die umfallenden Steine und wie viele Kinder da zugeguckt haben,
die begeistert waren. Also das ist toll gewesen. Ich glaube auch, wenn man das erstmal so erzählt, von der Idee her, stellt man sich das gar nicht so imposant vor. Das ist ja wirklich alles Bilder. Das sind ja eben nicht nur bunte Steine gewesen. Ja, die, nach oben sind genau, die genau, und dann flog was runter. Dann von oben eine große Kugel. Genau, da, ja. Auch so ein ganzer Turm ist auf einmal dann... Genial, die Idee mit dem Pendel bei der Werbung. Ja, also das war stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das ja, dann pendelte das genau, wurde ausgerechnet, jetzt haben wir 6 Minuten Werbung und dann war dieser Pendel und dann nach 6 Minuten stieß er wieder den Stein fantastisch. An. Ja, war da musst du drauf kommen. War nicht auch trotzdem nach unten das Pendel zu sehen im Bild irgendwie? Ja, das kann sein, dass es auch mal so ein Splitscreen gab, ja. Mhm. Aber in der Regel war es so, dass das wirklich genau ausgerechnet war für die Werbeinsel und dann lief das weiter. Das haben die anderen Länder auch so übernommen? Ja, es waren, ich weiß gar nicht, wie viele Länder am Ende. Da war Griechenland und auch irgendwelche arabischen Staaten, irgendein russischer Privatsender. Es ist leider so, dass die haben alle kein Geld mehr und das war eine sauteure Produktion. Mhm. Und irgendwann haben die sich alle, Österreich war dabei, dann haben die sich alle mit der Zeit verabschiedet und dann hätte RTL alles alleine bezahlen müssen. Und das ist ungeheuer teuer, weil du musst für 2 Monate eine riesen Halle mieten. Du musst diese Aufbauer zahlen. Ach, das, was das alles kostet. Ja. Und Fernsehen ist nun mal, Privatfernsehen ist dazu da, aus 1 Euro 1,10 Euro zu machen. Da muss man gar nicht drum herum reden. Das ist unsere Aufgabe gewesen. Und das Schöne war ja, da gab es ja dann immer so Anrufmöglichkeiten. Gibt es heute einen neuen Weltrekord oder mussten Dominosteine zusammengesetzt werden? Das ist auch ganz werden. Wichtig, dass immer mehr Steine sind als im letzten Jahr. Da, ja, also, klar. Und dann haben, ich glaube, ein einziges Mal gab es keinen Weltrekord, glaube ich. Und dann riefen fast 1 Million Menschen an. Und damit wurde das ja auch unter anderem finanziert. Um zu sagen, ob es einen Weltrekord gibt oder nicht. Ja, zum Beispiel. Ja. Oder 2 Steine mussten zusammengerechnet werden. Und jeder Anruf kostete 49 Cent. Da hast du mal 490.000 Euro Umsatz gemacht. Mhm. Gut, davon kamen 200.000 an die Telefongesellschaft. Mhm. Aber das 250.000 Euro netto schon mal in der Kasse gehabt. Aber damit ist die Produktion noch lange nicht bezahlt. Ja. Auch das lange nicht. Wurde ja auch immer gut erzählt, dass das ein Riesenaufwand war. Es gab, bevor es losging, wurde erstmal gezeigt, wie waren die wochenlang aufbauen. Das Wort Schleuse habt ihr auch einfach ganz oft erwähnt. Ja, das war auch so. Sonst, wenn da Wind reinkam, mit Ampeln und so. Und dann der große Skandal war mal in einem Jahr, das war wirklich ein Skandal, das war erste Seite Bild-Zeitung, da war ein Spatz da drin. Und setzte der sich wurde hin. Erschossen, oder? Ja, ich habe es nicht gemacht. Nee, Frau Ludewig war das. Das war Frauke. Frauke ist persönlich. Aber da war, was da los war. Dann kamen Tierschützer und haben, was ja auch bescheuert ist, tote Vögel vor die Halle gelegt und so. Ich weiß gar nicht, wie die getötet haben, keine Ahnung. Mhm. Aber das war ein Riesenskandal, dass die Tierschützer kamen und beschwerten sich. Mir tat der Spatz ja auch leid, aber das haben die dann gemacht, ja. Dann kam dann einer und puff, der arme Spatz. Wie ist das denn bekannt geworden? Hätte man das nicht dann? Ach, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie es nicht selbst damals dann gestreut haben, weil so funktioniert das Geschäft ja. Erste Seite Bild-Zeitung, am Freitagmorgen, am Freitagabend ist die Sendung. Ja. Du hast sofort, keine Ahnung, 10 Millionen Menschen darauf aufmerksam gemacht. Ob es dann jeder guckt, ist eine andere Frage. Aber so funktionieren ja auch die Mechanismen bei Deutschland sucht den Superstar und was weiß ich. Wenn du eine Geschichte über jemanden hast, dann kommt es auch noch in andere Medien und du stößt deine eigene Sendung an. Also wie das rausgekommen ist, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich haben sie es selber erzählt. Keine Ahnung. Aber von diesem ungeheuren Arbeitsaufwand haben sich Leute beworben, sind dann in Tests reingekommen, genau, ob sie das können. Genau. Weil das ja wirklich eine Knochenarbeit ist. Du musst ist. Eine ganz sichere Hand haben. Ja, ich habe das selbst auch gemacht. In der Hocke sitzend irgendwie. Wirklich Schweinearbeit. Tagelang. Ohne Scheiß. Und dann ja noch nach Plan. Da muss ja jeder Stein, ist ja absolut. Damit das Bild. Absolut. Also große Leistung, wirklich, von dem, der es entwickelt hat. Waren das immer die gleichen? Ja, das war immer eine Firma in Holland, die sich dann darauf spezialisiert hat. Die du auch, die gibt es heute noch. Robin Weyer, genau. Ne? Robin Weyer. Die gibt es auch heute noch. Also es hat dann auch ganz viele, ich weiß nicht mehr welche Brauerei, das war eine große irische Brauerei, hat dann einen gigantischen Fernsehspot gemacht mit Dominosteinen für ihre, die wurde in Südafrika, glaube ich, aufgenommen. Da fielen so riesengroße Dominos. Das hat alles Robin Weyer gemacht. Der hat, weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich glaube ja. Der hat nur mit Dominosteinen gearbeitet, in jeder Größe. Und das ist ein Genie, echt ein Genie. Ist der heute immer noch gut im Business? Ich glaube, er macht das noch. Aber leider gibt es, das ist jetzt, es war mal jetzt kurzfristig im Gespräch, dass das irgendwie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil die hätten das Geld, dass das da nochmal irgendwie auflebt. Aber ich habe jetzt auch nichts Genaueres gehört. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Wie hat man sich das überlegt? Ganz einfach. Da brauchst du Laberköpfe dafür. Leute, die einfach reden können ohne Punkt und Komma, die sich von nichts Angst haben und die sich auch nicht so blöde dafür sind. Ja. Und du hast auch gleich gesagt, ja, mache ich. Ja, ich habe, das war super. Das war für mich jedes Jahr ein Highlight, wenn ich da hin durfte. Mhm. Weil die ganze Atmosphäre da drumherum, ich habe da, Kali Minouche war da gewesen, ja. Aha sind da gewesen.
Lionel Richie, die habe ich da alle kennengelernt. Das war super gewesen. Das waren auch meistens die, die den ersten Stein dann anschubsen. Ja, ja, genau. Aber das war immer toll. Ich habe das geliebt. Linda de Mol irgendwann nicht mehr. Warum eigentlich? Gute Frage, nächste Frage. Ich kann das nicht so genau sagen. Ich glaube, sie hat dann irgendwann mal, ich glaube, sie ist zu Sat 1 oder sowas gegangen, hat da eine Sendung gehabt. Okay. Und dann, wobei der erste Satz, und da kann man sehen, wie Fernsehen funktioniert, vom Domino Day, bei der allerersten Ausstrahlung war wirklich super gewesen. Es läuft das Indikativ, Linda guckt in die Kamera und der Teleprompter geht kaputt. Und was sagt Linda? Scheiße, der Teleprompter ist kaputt. Das war der erste Satz, der beim Domino Day live über den Sender gegangen ist. Aber da kann man auch sehen, wie so große Moderatoren auch abhängig sind von diesem Gerät. Da stand ja alles drin. Das ist Schwachsinn. Herzlich willkommen zum Domino Day. Ja, warum denn? Was soll das denn? Das ist doch keine Moderatorin. Also sowas könnte man doch besser, oder? Also ich kann hier mit dir reden ohne Karten. Ja, aber Gott sei Dank. Wieso können solche Leute das nicht? Ja, weil natürlich beim Privatfernsehen in der Form... Das hat man beim Domino Day dann aber irgendwann mal gemerkt, dass das nicht geht. Da wird ja alles getaktet, getimed, genau auf die Sekunde. Warum gibt es denn kaum noch Live-Sendungen im Unterhaltungsgewerbe? Warum? Weil sie alle Angst haben vor, wenn man sieht, hier, was sie mit dem armen Gottschalk gemacht haben. Da. Gutes Beispiel. Ja, Little Big Stars. Ja, traurig. Hast du es gesehen? Ich habe mir 10 Minuten angeguckt. Ich bin großer Gottschalk-Fan, ein Verehrer, wirklich für mich ein Dinosaurier, einer, der Leuchttürme gesetzt hat in dem Beruf. Ohne Wenn und Aber. Ich mache das immer daran fest, persönliche Geschichten, das ist, keine Ahnung, 20 Jahre her, 15, weiß es nicht. Da habe ich in Bochum beim Presseball, irgendwas habe ich da gemacht. Aber Star-Moderator an dem Abend war Thomas Gottschalk und es hat geschneit. Und dann sollte Udo Jürgens auftreten, der steckt aber irgendwie im Schneechaos fest. Es hieß, der kommt erst in 2 Stunden. Und dann ging Thomas Gottschalk völlig unvorbereitet auf die Bühne und sagte dem Publikum, da waren, keine Ahnung, 1500 Leute, also der kommt später, Udo Jürgens. Und der hat dann 1,5 Stunden lang, ohne irgendeine Vorbereitung zu haben, ohne irgendeinen erzählten Witz zu haben, die Leute unterhalten. Und das ist der große Unterschied, ob jemand ein Moderator ist oder nicht. Das war grandios gewesen. Und da ziehe ich meinen Hut. Das Warm-up bei Wetten, das hat er auch immer gemacht. Das ist immer selber legendärer gewesen manchmal als die Sendung. Ja, das hat man von Sportsendungen bei uns auch Wieso gesagt. Wieso weiß denn das deutsche Fernsehen nicht, dass man so jemanden, wenn der überhaupt noch machen will, und er will ja, da wird hier nicht aufhören, er will ja. Ich finde auch in Ordnung. Weiß man dann nicht, dass der nur live funktioniert? Das ist auch etwas, was ich mich ständig frage. Aber es gibt diese Angst, wenn du natürlich jetzt mit Gottschalk diese Sendung live machen würdest, die wird ja nicht 2 Stunden dauern, sondern 4. Das ist einfach die Wahrheit. Ja. Und darauf lassen sie sich nicht ein. Ich glaube, es ist aber ein Fehler. Ich kann mich erinnern, ich habe ja immer sehr viele Eigenbeispiele. Wir haben bei RTL mal 2-mal hintereinander in den 90ern, Anfang der 90er muss das gewesen sein, ja, irgendwie in der Kante, die Weltfußballgala gemacht. Da kamen alle großen Stars des Fußballs hin, aber wirklich alle. Das war montagsabends, ich weiß das noch, 20.15 Uhr live. Einmal aus Köln, einmal aus Bonn. 2000 Zuschauer in der Halle, war sehr schön. Und ausgedruckt war das von 20.15 Uhr bis 22.30 Uhr. Das eine Mal war es 0.30 Uhr und das andere Mal weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall deutlich überzogen. Ja, aber es haben 5 Millionen Leute im Schnitt geguckt und stelle ich mich als Programmmacher darauf ein, dass vielleicht an dem Tag dann auch mal 1 Million Leute sauer sind, weil irgendwas ausfällt, was sie sehen wollten. Mhm. Aber so ist für mich Fernsehen. Das ist für mich angreifbar, das ist spannender, das ist natürlicher und ich würde mich das, wenn ich was zu sagen hätte, immer noch trauen bei den Sendern. Das wenigstens mal ausprobieren. Wenn das nicht funktioniert live und das gucken auch nur 2,5 Millionen, dann muss ich es auch lassen, das stimmt. Aber ich muss es probieren. Mhm. Macht aber keiner mehr, leider. Hätte Gottschalk lieber Wetten, dass weitermachen sollen? Anstatt nein, Wetten, dass war ausgespielt. Das hätte auch unter Thomas genauso schlimme Quotenausmaße angenommen wie bei Markus. War nämlich in der Tat schon vor diesem Unfall mit Samuel Koch, war es ja die ganzen... Die Geschichte war zu Ende erzählt. Ist genau. Eine riesig erfolgreiche Sendung über Jahrzehnte, ganz toll, keine Frage, aber sie war dann zu Ende erzählt. Die haben zu spät aufgehört. Und der arme Markus Lanz, der tat mir leid, weil der ist ja kein Entertainer so im klassischen Sinne. Und Markus macht vielleicht den Fehler, jetzt kommt wieder Kollegenkritik, wenn Thomas Gottschalk etwas gemacht hat, dann hat er sich zum Affen gemacht. Er hat sich in einen Senffass eintauchen lassen, sah aus wie der letzte Idiot. Und Markus hat es aber so gemacht, dass er immer etwas gemacht hat, wobei er gut aussah. Also der Gast möglichst. Die, wie hieß das? Tom Hanks, die Lanz-Challenge. Ja, auch so. Ja. Und das ist der Unterschied. Und Gottschalk hat sich als Mensch gegeben, hat sich da eintauchen lassen, sah Käse aus, ja auch übrigens in vielen Situationen. Und Markus war immer ein Tick zu sehr schön. Ist der auch so? Du warst ja auch schon,
hier und da mal bei Markus Lanz zu Gast. Findet man auch bei YouTube deinen Auftritt bei Markus Lanz. Ist der in Wirklichkeit auch so? Oder wie wirkt das auf einen, wenn man so anmoderiert wird mit eigenen Zitaten? Da hat er so eine ganz eigene Art. Ja, aber das ist ja in Ordnung, dass er eine eigene Art hat. Aber Markus ist Profi. Die Sendung hat. Ist der ehrlich interessiert? Das ist die Frage. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich einfach nicht sagen. Mhm. Du hast ja recht. Wahrscheinlich geht das gar nicht, wenn du, wie oft gibt es die Sendung? 3-mal die Woche? Mit 5 verschiedenen Gästen, die ja komplett unterschiedlich leben. Man kann doch gar nicht. Es geht nicht. Da gebe ich dir recht, das geht nicht. Ja. Da hast du recht, das geht nicht. Deswegen, so das, was wir hier machen, das kannst du leider im Free-TV nicht machen, wahrscheinlich nicht machen. Aber ich wäre ein großer Freund davon, wenn es solche Formate gäbe, wo zwei Menschen 90 Minuten miteinander reden. Ich würde das gerne sehen. Kommt immer darauf an, natürlich, wer sitzt da und was gibt es eigentlich zu erzählen und zu sagen. Klar, aber ich wäre ein großer Freund davon. Aber du hast recht, der Markus wird von einer Riesenredaktion vorbereitet. Ist ja gar nicht anders möglich. Er muss ja dann, wenn man jeden Tag so eine Sendung macht, manchmal auch 2 am Tag, glaube ich sogar. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die 2 machen, ich glaube nicht. Oder selten. Da muss man ja wirklich sich erstmal eine Stunde in alles einlesen, was die Redaktion schon vorbereitet hat. Man kann ja gar nicht das selber machen. Nee, das und ist unmöglich. Dann hat man halt so ein paar Punkte, die man so durchgeht. Vieles ergibt sich ja zum Glück im Gespräch. Aber ja, wenn du zu Markus Lanz gehst, kommt in der Regel vorher ein Redakteur zu dir. Der kommt zu dir nach Hause. Nach Hause gefahren? Der kommt zu dir. Der spricht mit dir eine Stunde in der Regel. Mhm. Der war bei dir? Ja, ich war da jetzt 3-mal oder so, keine Ahnung. War 3-mal da. Der war bei mir und der unterhält sich mit mir und versucht noch irgendwas rauszufinden, was man dann möglicherweise nicht weiß. Ja. Also beispielsweise kann ich mich erinnern, dass ich in einer Sendung, da war ich gar nicht Gast, Blödsinn, aber da habe ich ihn darauf gebracht, es gibt so einen jungen Schauspieler, Maximilian von der Gröben, der bei Fuck You Goethe eine der Hauptrollen gespielt hat und so weiter. Von Ulrike von der Gröben. Genau, der Sohn. Mhm. Und da habe ich Filmmaterial von dem gehabt, als er 8 Jahre alt war. Da hat er für mich mal so ein Videodreh gemacht und dann habe ich denen erzählt, wenn der mal bei euch zu Gast ist, dann könnt ihr das Material von mir haben und da sind die ja scharf drauf. Und solche Dinge dann, das habe ich dann dem Markus da auch gegeben und dann zugespielt. Ah, okay. Aber Markus ist okay. Es gibt viel Kritik an ihm, aber ich finde ihn okay. Es ist wie, ehrlich, Julian, das ist so, wenn du so etwas in einem Sender machst wie dem ZDF, du wirst sofort auch, und wenn du es in dieser Schlagzahl machst, du hast sofort viele Leute, die auf dir rumtrampeln. Ich glaube auch, dass tatsächlich das super schwer sein muss, willkürlich jeden Tag 5 neue Leute da aus unterschiedlichsten Sichten. Weiß man denn ungefähr, was man gefragt wird? Also hier hast du dich jetzt ja hingesetzt und wusstest ja gar nicht, was ich mache. Ich kann ja alles fragen, was ich will. Ja, ist doch gut so. Du bist ja meistens dann da aus irgendeinem bestimmten Grunde, weil du vielleicht ein Buch geschrieben hast oder eine These vertrittst oder weil gerade Boris Becker, was weiß ich, zum 3. Mal heiratet, keine Ahnung. Und dann denken die, der hat ja mal ein paar Mal mit Boris Becker zu tun gehabt, den holen wir jetzt mal als Beispiel, nur als Beispiel. Und dann gibt es eine Richtung, aber sie versuchen dann schon in der Sendung, dich auch dann zu überraschen. Das merkt man, dass dann irgendetwas kommt, womit du vielleicht nicht gerechnet hast. Mhm. Was aber auch okay ist, das ist in Ordnung. Und dann wirst du ja authentisch oder auch nicht, du öffnest dich oder öffnest dich nicht. Ist dir selber überlassen. Aber ich finde es gut, dass dann irgendwann mal etwas kommt, was so vielleicht nicht abgesprochen war. Es gibt aber auch Leute, die dann an der Stelle auch komplett zumachen. Auch in Ordnung. Mhm. Meinst du, der Kerner hat sich langfristig geärgert, dass der Markus Lanz da den Platz so geerbt hat? Gute Frage. Ich weiß das nicht, ob er sich geärgert hat. Er hat jetzt vor kurzem bei Schulz und Böhmermann gesagt, dass er noch nie eingeladen wurde bei Markus Lanz. Und das ist interessant, stimmt. Das ist interessant, ne? Sollten Sie ihn mal einladen, ja. Ja, aber Johannes ist ja auch, der hat ja, sagen wir mal, ähnliche Vorwürfe zu erleiden gehabt, irgendwann mal. Man sprach ja von der Kernerisierung des Fernsehens. Das ist ja auch so, weil er dann auch, du hast immer die Gefahr, dass du irgendwann zu viel machst. Das war bei Kerner so, das war bei Markus eine Zeit lang so. Und die sind unterschiedlich in ihrer Art zu fragen und trotzdem gibt es ganz viele Parallelen. Mhm. Die gibt es. Die sind sich auch sehr ähnlich an der einen oder anderen Stelle. Wenn man sich in dem Geschäft ein bisschen auskennt, dann weiß man, was ich meine. Aber das verstehe ich auch nicht, dass er da noch nie Gast war. Ich weiß nicht, ob der Markus ihn nicht schätzt, aber ich weiß das nicht. Aber wäre ja lustig irgendwie. Ja, da wird ja oft so getan, wir sind ja alle gute Kollegen und so, dass es hinter den Kulissen auch böse Worte gibt und dass einer über den anderen lästert, das ist ja wohl klar. Das ist menschlich, ne? Ja, normal. Du hast eben gesagt, wenn einer erstmal bei einem Sender ist, dann macht er viel, wird wahrscheinlich, macht dann zu viel. Unter Umständen, Warum? Warum ist das bei RTL so, dass wir da entweder Oliver Geissen oder Daniel Hartwig sehen und sonst nichts?
Warum sehen wir bei Sat.1 Wayne Carpendale? Wo sind die guten Alten hin? Ich habe Wayne Carpendale noch nie gesehen, obwohl ich großer Howard Carpendale-Fan bin. Aber ja, das ist eine gute Frage. Das spreche ich jetzt natürlich auch über mich selber. Ich ärgere mich darüber, dass mir eigentlich keiner mal ein Angebot macht, irgendwas anderes zu machen. Gerade im Unterhaltungsbereich oder im Talkbereich oder auch im Kinderbereich oder sonst wo. Darüber ärgere ich mich. Aber dann gucke ich auf meinen Pass und denke, oh scheiße, du bist 65. Da hast du den Grund. Das ist so. Ja, und das ist falsch. Gut, Elster macht Sendung mit über 70. Wo ist denn meine Ola Kock am Ring? Wo ist denn Margarete Schreinemacher? Die können das doch alle noch. Ja, du musst aber auch... Meinst du ernsthaft, das will keiner mehr sehen? Weiß ich nicht, das können wir nicht sagen. Ich glaube, also wenn wir über... Natürlich ist Daniel ein genialer Moderator, darüber sind wir uns hoffentlich einig. Ja, ich habe auch den schon ein paar Mal so erlebt und er ist auch wirklich sehr... Er ist ein guter Moderator, keine Frage. Einer der wenigen, ich frage mich nur, warum ist er immer überall? Ja, schlimmer ist es bei dem anders... genannten gerade. Der macht wirklich, Geißen. Ja, Oliver macht, der moderiert wirklich alles runter. Das spürt man auch ein bisschen, finde ich. Mhm. Also, wobei handwerklich da wenig gegen zu sagen ist. Aber was macht der gerade? Was macht er jetzt Neues? Irgendwas? Ruckzuck. Die Neuauflage von Ruckzuck. Ja, dein Kollege Wolfram Kohns ist der neue Harry Weinfurt. Ja, der tut mir auch ein bisschen leid, der Wolfram, aber das ist sein Problem. Wolfram ist ein Top-Moderator. Ein Top-Moderator. Aber nicht für die Gameshow. Das kann ich nicht beurteilen. Er hat schon mal welche gemacht, die haben alle nicht funktioniert. Das stimmt, immer einer gegen 100 gemacht. Das war eine große Wand. War schon, war eine tolle Sendung. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hat mit ihm. Ich glaube nicht, dass es an ihm gelegen hat. Glaube ich. Ich glaube überhaupt, dass es ganz selten an Moderatoren liegt, dass ein Format nicht funktioniert. Das Format an für sich ist viel, viel wichtiger, als wir es sind. Mhm. Es muss nur passen. Aber ist das nicht schon so, dass von dem Moderator, zumindest in den 90ern, die Sendungen viel mehr identifiziert wurden als heute? Ja, aber auch nur, weil sie es machen durften. Aber ich sage dir ein Beispiel. Wer wird Millionär, kannst du jetzt nicht mehr neu besetzen. Das wird bis zum Ende aller Zeiten, könnte ja auch machen. Ja. Aber damals, als es kam, da hätte ich mir auch 4, 5, 6 andere Moderatoren vorstellen können, die das hätten machen können. Das gibt es ja den Beweis, dass, keine Ahnung, in 30 Ländern läuft das ja gleich gut. Mhm. Also ich sage jetzt mal, wenn du das gemacht hättest, weil das Format einfach grandios ist, hätte es auch über viele Jahre funktioniert. Die Frage ist, das, was Jauch auszeichnet, ist dieses Persönliche, wo der auch erkennt Schwächen von Menschen oder auch Stärken und wo der sich draufsetzt und das auslebt. Das ist das Besondere, was er kann. Und ob man das so lange erhalten hätte als durchschnittlicher Moderator, weiß ich nicht. Jauch ist natürlich überdurchschnittlich. Was mich tatsächlich nochmal interessiert, gerade bei diesen Game-Shows, die RTL jetzt wieder auferlegt hat, was ich durchaus nachvollziehen kann, ist, dass man nicht bei allem die Originalmoderatoren holt. Dass man sagt, das sollen junge Leute machen, jüngere von mir aus. Aber ich sag mal, ob ich nur Wolfram Kohns, dann kann ich doch gleich Harry Weinfurt auch zurückholen. Ja, aber da gab es irgendwas gab's mit Harry. Da gab es irgendein Problem. Der hat irgendwie beim Spendenmarathon, war ja lange Jahre der Auktionator. Richtig. Und dann war es auf einmal nicht mehr. Und dann haben die sich gestritten. Also wenn das nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht geworden. Weiß ich aber nicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Aber ich gebe dir komplett recht. Ich finde auch, dass man das eher mit den wenn es denn geht, mit den Originalmoderatoren macht. Da muss nicht nur noch auch Herr Geißen das machen. und das ist, ich halte das auch für falsch. Ja. Vor allem, weil sie es auch noch können. Also Jörg Dreger zum Beispiel, Geh aufs Ganze, weil du das damals gesehen gibt's hast. Gibt das auch noch? Ja, das gibt es jetzt nicht wieder, so. Aber das könnte man, glaube ich, auch mit keinem anderen machen. Oder was würdest du sagen, wenn RTL dir jetzt auch eine von diesen Game-Shows vorschlagen würde? Ich habe ja auch mal eine ganze Zeit lang, Björn Hergenschimpf war ja auch hier. Tag wie kein anderer. Das habe ich auch gemacht, ja, als ein Nachfolger. Was ganz, 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 ganz schwer ist, Nachfolger zu sein, wie der Kollege Lanz bei Gottschalk und wie ich damals bei Björn. Ganz schwer, weil Björn eine super Marke war und ist. Und dem Ganzen einen Riesenstempel aufgedrückt hat. Und dann kommt dann jemand, der es doch über weite Strecken anders macht. Und dann hast du auch erstmal kompletten Gegenwind, weil alle sagen, das ist so wie in einer Diskothek, wo 10 Jahre oder 5 Jahre einer Disc-Jockey ist und dann kommt ein neuer. Mhm. Der hat es dann erstmal für eine ganze Zeit lang schwer, bevor sich die Leute an den hoffentlich gewöhnen und auch begreifen, dass der einfach anders ist. Aber wenn man mich jetzt gefragt hätte, also ich sage das ganz ehrlich, ich rufe alle 3 Monate bei RTL an, bei RTL Plus und sage, lasst uns wieder einen Tag wie kein anderer machen. Ich würde das gerne machen, klar, auch als Moderator. Aber ich hätte auch kein Problem, das für die zu produzieren. Und Björn macht das, hätte ich auch gar kein Problem mit. Ja. Gar kein Problem, null. Ich würde es gut finden. Und wenn RTL Plus, also das neue RTL Plus sagt, wir sind für die Best Ager, dann verstehe ich nicht, dass sie dann, ja, in Anführungsstrichen, so junge Leute einsetzen. Weil derjenige, der sich dann daran erinnert,
der ist dann doch nicht in dem Film. Ja, eigentlich nicht. Ne? Ja. Also man, keine Ahnung. Ich kann aber das. Hast du den RTL Plus irgendwo auf den vorderen Programmplätzen oder wo findet man das? Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo RTL Plus ist. Nein, da sind ja auch ganz viele Wiederholungen von Gerichtsshows und was weiß ich. Ja, den ganzen Tag. Ja, ist das für so? Best Ager, das perfekte Programm. Ja, kann ich nicht beurteilen. Ich gehöre offensichtlich nicht dazu. Nein, das ist nicht so, das interessiert mich nicht. Aber wenn RTL Plus irgendwie ein paar von den alten Elementen hätte, da würde ich tatsächlich vielleicht mal irgendwann, die haben glaube ich jetzt 1,5% Marktanteil, was unglaublich ist, dass sie das geschafft haben, in der kurzen Zeit, also Respekt davor. Und dass es natürlich auch ein Geschäftsmodell ist, weil RTL den Keller voll hat von Sendungen und von Material und weil die Werbung ausgebucht ist bei RTL. Sowas zu probieren ist es jetzt. Ich sage ja, ich habe dieses Geschäft von der Pike auf gelernt. Ich weiß, was es bedeutet, Privatfernsehen zu machen, Geld zu verdienen. Ja. Eine andere Aufgabe gibt es da nicht. Dadurch, dass jetzt aber, du hast vorhin auch schon gesagt, die Quoten von damals kann man heute nicht mehr holen, weil alle im Internet gucken. Wann hast du zuletzt RTL geguckt? Noch nie. Er ist aber auch zu alt für RTL hier. Der ist doch bestimmt schon 20. Ne? Ja, eben. Also, nee. Das hat sich ja sehr verschoben. Ne? RTL hat auch noch nicht mehr den geilen Ruf von damals. Ja, dass er das nicht guckt, kann ich gut verstehen. Er guckt immer Deutschland sucht den Superstar. Das ist das Piefigste. Und ich finde es so piefig und so steril. Und das ist ganz schrecklich. Ja. Meine Meinung. Also, ja. Und das sage ich als jemand, der schon ein bisschen älter ist. Ja. Wie siehst du überhaupt diese Entwicklung des Fernsehens? Kann man das noch so die nächsten 20 Jahre weitertreiben, auch ohne möglichst viele Formate zu machen? Fernsehen wird immer noch lange noch ein Leitmedium sein. Wie lange, weiß ich nicht, ob es 20 Jahre schaffen. Aber wir sehen es ja, dass es dann doch immer wieder die Momente gibt, leider über meine Hauptkompetenz, das ist Sport. Mhm. Wenn du große Sportereignisse hast, jetzt Klitschko-Boxkampf, 10 Millionen letzte Woche, da versammelst du... Habe ich sogar geguckt. Ja, guck. Interessiert mich eigentlich gar nicht für Box. Ja, aber war auch ein... Also ich bin kein Box-Fan. Ich habe immer so das Gefühl, es stößt mich ab und zieht mich an gleichzeitig. Ja. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich habe aber Respekt vor den Sportlern. Nicht vor dem Niederschlag, aber der Sport selber ist schon einer der intensivsten und anstrengendsten. Und auch geistig. Also warum hat Ernest Hemingway ständig über das Boxen gesprochen? Mhm. Das ist schon... Man darf auch nicht ganz dumm sein beim Boxen. Definitiv nicht, sonst liegst du immer am Boden. Und da habe ich Verständnis für. Aber so wird Sport immer noch eine... Und wenn was passiert in der Welt, sehen wir es ja auch, dass die Leute sich vor dem Fernseher versammeln. Also ich möchte keine... Obwohl ich da leider sagen muss, das wird es geben. Ich möchte... Es wird wieder Katastrophen im Fernsehen geben, wo alle zugucken. Natürlich. 11. September, das wird sich in irgendeiner Form... Das haben wir ja jetzt in den letzten Jahren in schnellerer Taktzahl schon gehabt. Das wird sich wiederholen. Ja, und das wird sich fast schon zum dran gewöhnen, irgendwie habe ich den Eindruck. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob man sich an sowas gewöhnt. Aber wir werden da noch ganz andere Dinge erleben. Also das befürchte ich. Mhm. Und dann ist wieder das Fernsehen das Medium, wo man dann doch sich trifft. Gut, im Internet gibt es dann jetzt auch schon Parallelangebote und. Aber insofern, was politische Berichterstattung angeht, glaube ich, dass das Fernsehen immer noch vorne bleiben wird. Aber das Gute am Internet ist dann, dass natürlich, wenn du über politische Dinge dich informieren willst, dass du auch sehr unpopuläre Meinungen oder sehr populistische Meinungen da lesen kannst und dich damit auseinandersetzen kannst und dann immer sehr schnell die Auseinandersetzung mit dem Thema hast, wie du es beim Fernsehen eher selten hast. Das ist dann, wenn man so will, ist das Internet ein Stück demokratischer, wenn man so will. Schaust du denn, wenn du dich informieren willst, eher öffentlich-rechtlich oder eher Peter Klöppel? Ich bin öffentlich-rechtlich. Also nichts gegen Peter Klöppel. Mein Gott, mit dem Mann kenne ich seit über 30 Jahren. Ich weiß, als er bei uns anfing und Smileys in den Teleprompter gemalt bekam, weil er nie gelächelt hat. Ja, war wirklich so. Bräuchte ja wieder ein paar von, oder? Ich gestehe, dass ich ihn jetzt Jahre nicht gesehen habe. Okay. Jahre inzwischen nicht ist er grau geworden. Ja, das habe ich wohl schon mitbekommen. Okay. Aber das ist so... RTL ist dann, was Nachrichtensendungen angeht, ist mir das zu bunt, wirklich zu bunt. Wenn ich in einer Nachrichtensendung etwas über Deutschland sucht den Superstar höre, dann sage ich das. Und danach kommt Schwiegertochter gesucht, dann ist der Abend perfekt. Ja, aber nochmals, es gibt ein Publikum dafür. Die RTL-Aktuell-Sendung ist, wenn man dann auch wieder die Unterschiede sieht, die einzige halbwegs ernstzunehmende Nachrichtensendung im Privatfernsehen, wenn man das so will. Das ist natürlich clever gemacht, auch aufs Publikum zugeschnitten, die Art und Weise. Das war ja mein erster Job bei RTL, nämlich mich um die Nachrichten zu kümmern. Ich habe das mit aufgebaut, also mit Gerd Müller-Gerbes, der, glaube ich, auch mit euch mal ein Telefonat geführt hat. Ne? Sehr gut vorbereitet, letztes Jahr. Und mit Hans Meiser, der dann, die beiden waren ja
Anchor-Männer. Interessant, dass die jetzt wieder so, wie ich da bei dir im Radio-Interview hören konnte, im Telefoninterview, dass sie sich so gut verstehen. Die haben sich damals gar nicht gemocht. Mhm. Überhaupt nicht. Das war der eine fand den anderen scheiße und der andere, also das war einfach ein Gewitter, das da aufeinander traf, weil die so unterschiedlich waren. Und das war auch eine spannende Zeit, wie RTL Nachrichten entwickelt hat, das anders gemacht hat. Wie gesagt, jetzt informiere ich mich eher bei anderen Sendern, aber das kann auch an meinem Alter liegen. Jetzt bist du bei Sky. Also ich glaube, wer sich für Sport interessiert, der abonniert auch Sky. Das ist für viele meiner Freunde und Kollegen, die nehmen das auch eben wegen des Events mit. Wo kann man das sonst das ganze Wochenende live Berichterstattung gucken, außer bei Sky? Ich glaube, wenn Sky die ganzen Rechte verlieren würde, wird es eng, oder? Für Filme abonniert das nicht mehr so die Masse. Ne? Das letztlich kann ich das auch nicht abschließend beurteilen, aber natürlich ist die Bundesliga ein ganz wichtiges Faustpfand für Sky, das ist gar keine Frage. Und wenn man jetzt sehr, sehr, sehr Fußball interessiert ist, ist das auch ein sensationelles Angebot. Also wenn man sich auf das ganze Kommerzielle einlässt, wir hatten das am Anfang, was Fußball bedeutet, da kannst du für, ich weiß gar nicht, für wie viel Geld im Monat alles sehen, was du willst. Das ist sensationell. Ja. Und wenn du dann wieder überlegst, was es kostet, wenn du nur zwei Spiele dir im Stadion anschaust, ist das auch, ich will jetzt nicht der Pressesprecher von Sky sein, auch wenn ich da arbeite, das ist ein preiswertes Angebot. Das ist ein absolut fairer Preis und ein faires Angebot und qualitativ ist es einfach gut gemacht. Und dass man dann auch wieder, sind wir wieder bei den Unterschieden, den einen findet man besser, den anderen schlechter, oder den mag ich nicht, das ist normal. Ist das denn für dich in Ordnung, dass das bei Sky so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit läuft oder der Breitmasse? Oder kommt es manchmal vor, dass Leute dich erkennen und sagen, Mensch, was machen Sie eigentlich heute? Ja, dabei bist du die ganze Zeit aktiv. Nein, das passiert mir häufiger, dass die Leute fragen, was machen Sie eigentlich? Da muss ich denen immer erklären, dass ich bei Sky bin. Aber das ist ja richtig, wenn du ein Einzelspiel hast, was weiß ich, Leverkusen gegen Wolfsburg, das gucken natürlich keine Millionen. Wenn du in der Konferenz bist, da sind sie ja oft am Samstagnachmittag Marktführer, also auf alle. Also die meisten gucken Konferenz? Ja, erstaunlicherweise, wobei ich privat überhaupt kein Konferenzgucker bin, weil das ist für mich so Pornografie. Weil rein, raus, da rein, ich will ein Fußballspiel verstehen, den Aufbau eines Fußballspiels. Aber ich kann verstehen, dass man das guckt, das kann ich super verstehen, aber für mich selber ist das ein No-Go, weil ich sehe nichts vom Spiel dann. Dann rufen die irgendwo Tor, das ist toll, das ist perfektes Entertainment. Aber ich sage für mich selber, ich würde es nicht machen. Ich will dann meinen Verein oder das Spiel, das mich interessiert, sehen und zwar mit allem, was dazugehört. Und dann gucke ich mir hinterher auch die Zusammenfassungen bei Sky an, bei alle Spiele, alle Tore, da sehe ich ja nochmal alles. Aber Konferenz ist für mich nicht geeignet. Gibt es eigentlich auch Frauenfußball viel bei Sky? Nee, Frauenfußball gibt es gar nicht, glaube ich. Das ist bei Eurosport, öffentlich-rechtlichen Sendern. Aber in Ordnung, wer Frauenfußball gucken will, mag es gucken, gerne. Wie ist das mit dem Thema Homosexualität im Fußball? Warum ist das immer noch so ein Tabu? Bleibt das die nächsten 10 Jahre noch so, die nächsten 20? Ich glaube, dass es noch ein paar Jahre so bleibt. Wie lange, mag ich keine Prognose abgeben. Aber es ist ja klar, dass das 10%, 20%, ich weiß nicht, wie hoch ist die Homosexualitätsrate in Deutschland, weiß ich nicht. Warum soll es das unter Fußballern nicht geben? Das ist ja Quatsch, das ist ja völliger Unsinn. Das widerspricht jeglicher Demografie, natürlich wird es sie geben, ganz klar, aber sich zu outen, das ist schwer. Ja. Ist so schwer, weil da so viele Fans noch vom alten Schlag, alten Ruhrpott-Fans. Ja, der hat es schwer, der arme Kerl hat es schwer, ja, der hat es sehr schwer. Würde ich mir auch 10-mal überlegen. Das ist schon schwierig, ja. Das glaube ich beim Frauenfußball nicht so. Da geht man wahrscheinlich schon eher davon aus. Das wäre auch ungerecht. Das kennen viele Frauen, die auch verheiratet sind, ganz normal, die gibt es auch. Aber wie hoch das ist nicht das Problem, aber nicht so wie... Weil da sind ja auch keine 30.000 Zuschauer. Hatte nicht so der Jens Lehmann vor ein paar Jahren mal so ein kritisches Statement gegeben, dass er gesagt hat, ja, mag es geben, aber ich wollte mit denen nicht unter der Dusche stehen oder so? Jens war das, glaube ich nicht. Jens ist, glaube ich, jemand, der eine klare Meinung hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gesagt hat. Rudi Assauer hat mal sowas gesagt. Ah, okay. Der hat sowas gesagt, aber Assauer war auch macho und... Das, was er da so gesagt hat, das hat er, glaube ich, auch nicht ganz zu Ende überlegt. Und jetzt kann er sich an nichts mehr erinnern, der arme Mann. Also insofern, ja, das soll man auch nicht überbewerten, was er da manchmal Falsches gesagt hat. Rate mal, welches Thema ich noch so als letztes dabei habe. Was haben wir denn gehabt? Lass mich mal nachdenken. Deutscher Schlager, wir haben über Fußball gesprochen, Domino haben wir gesprochen.
Haben wir schon Brillengesicht des Jahres abgesprochen. Das ist mir ganz wichtig, das würde ich gleich gerne noch in einem einstündigen Extra-Interview. Braucht man. Das ist eine Stunde wert. Wie wird man ein Brillengesicht des Jahres? Ganz einfach. Ich habe, was man so macht, ich glaube, du machst das auch, ich moderiere auch schon mal hier und da in der freien Industrie und da habe ich auf einer Optikermesse moderiert, in Köln war die früher, Optiker. Und dann war am Samstag die Bekanntgabe Brillengesicht des Jahres. Und es sollte werden Harald Schmidt. Harald? Hast du gesagt Einspruch, oder? Nein. Das etwas, was dieses Kuratorium nicht bedachte, dass Harald Schmidt natürlich sehr, sehr viel mehr Profi ist als wir alle zusammen. Und dann kam vom Management irgendwann mal die Nachricht, also wenn ich da Brillengesicht des Jahres bin, dann kostet das irgendwie die und die Summe. Also eine ganz normale Gage für den Auftritt. Genau, weiß ich nicht, ob es normal war. So wurde das jedenfalls kolportiert. Also ich würde es nicht unterschreiben, dass es alles so stimmt, aber so wurde es mir erzählt. Und dann kamen die zu mir und sagten, der kann nicht und der will nicht, keine Ahnung, oder wir können ihn nicht bezahlen. Du bist ja sowieso hier, dann mach du das. Ja klar, so. Endlich mal Brillengesicht des Jahres. Und dann habe ich, glaube ich, eine Brille gratis dafür gekriegt. Also ich war wesentlich preiswerter als vermeintlich Harald. Ja, eigentlich haben wir noch zwei Themen. Einmal deine Buchautorenkarriere. Die ist mir wichtig, ja. Genau, das glaube ich ja, die sich wirklich gut entwickelt hat. Ne? Locke. Es gibt zwei Helden. Das heißt, Locke bist du als Kind. Ist das richtig? Das bin ich, ja. Das ist so meine Kindheit, meine Jugend. So? Exakt. So sah Uli aus. Das ist auch wahr, ja. Und es war kein Mini-Pi. Die habe ich übrigens von eBay, da steht für Anna drauf. Anna hat sie inzwischen versteigert. Was hast du dafür bezahlt? 1 Euro? 50 ich Cent? Ich glaube nicht, dass das so viel Geld war. 50 Cent? Also, 40? Also die Versandkosten. Nein, das wird schon 1,50 oder so. Doch, 1,50. Ja. Anna, ich bin sehr, sehr traurig, dass das jetzt hier einfach versteigert wird. Und wer weiß, morgen sterbe ich und das Ding ist 10 Euro wert. Also man muss da aufpassen. Genau, die würde ich auch gerne gleich zurückhaben aus anlagetechnischen Gründen. Aber ja, ich habe Locken gehabt, das ist gar keine Frage. Ja. Und es war Natur. Ich war mal bei Margarete Schreinemakers in der Sendung. Wie hieß das damals? Schreinemakers Live. Ja. Und da machte sie das Thema, ich weiß es nicht mehr, 50 Jahre Dauerwelle. Aber ich war da. Da warst du eingeladen, ja? Ja, da war ich eingeladen. Und da man ja alles macht, ja, das war ein Thema in der Sendung. Okay. Und dann war ich aber eingeladen als Naturlockenträger. Das war so, ich habe nichts daran gemacht. Man sieht es auch heute noch, dass die so wachsen. So ansatzweise. Und das Schlimme an der Sache war, danach hat jeder geglaubt, ich habe eine Dauerwelle, weil das genau in die andere Richtung lief. Aber das war mit Margarete damals. Aber die Frage daraus ist ja eigentlich jetzt gewesen, warum machst du jetzt auch noch ein Buch? Und wie hast du es geschafft, dass das auch noch dass ein Verlag dazu gibt, der sagt, ja klar, Kinderbuch, Uli Potowski. Ja, das ist der Vorteil, wenn du natürlich irgendwie in Medien arbeitest und irgendwie der eine oder andere dich doch kennt, ist es leichter. Wann war das ungefähr? Sorry. Ich muss noch mal gucken. Ich bin am Überlegen, ob das... Da steht hier ein RTL Radio drauf. Ja, dann ist es die Zeit davor. Genau, da ist auch das alte RTL Plus Logo drauf. Also das wird gewesen sein 84. Ja, das war 84. Steht hinten noch ein Brief drauf, liebe RTL-Freunde, wir freuen uns, dass Sie unserem Sender so verbunden sind. Und dann steht da, diese Karte vor lieber Julian, eines Tages wirst du stundenlang Talkshows machen und mit mir reden. Wenn du noch mehr von mir wissen willst, ruf an. Ja, da war Radio und da, guck mal, da stehen die ganzen Wellen noch drauf. Genau. Das als Radio wirklich noch, also das darf man ja nicht vergessen. RTL Radio war der wichtigste Radiosender in Deutschland, obwohl er aus Luxemburg kam und die hatten Stundenreichweiten im Radio von 10 Millionen Hörer. Ist ja unvorstellbar. Ja. Unvorstellbar. Ja. Das schafft kein Fernsehsender mehr. Ja, und dann bin ich aber da zu irgendeinem Verlag, habe gesagt, ich würde mal gerne meine Kindheitserinnerungen irgendwie verarbeiten, in natürlich auch mit Fußball. Und so ist dann Locke bleibt am Ball, Locke stürmt los, Locke greift an, Locke und die Zickengänge, ich weiß gar nicht, wie viele Locke-Bücher es gibt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt gibt es noch mal was anderes. Jetzt bei Arena, bei den Teufelskickern bin ich der Sprecher. Kennst du die Teufelskicker? Nee. Das ist ja meine wichtigste Tätigkeit. Also drei Fragezeichen. Steht dir frei, das noch zu ergänzen. Drei Fragezeichen kennst du. Ja, klar. Gibt es keine Ahnung, wie viele Folgen. Teufelskicker gibt es 65 Folgen. Habe ich auch in einem Kinofilm mitgespielt. Und bin immer hier in Hamburg, um neue Folgen aufzunehmen. Seit zig Jahren. Und die Kinder kennen mich nicht, die wissen nicht, dass ich das bin. Aber wenn ich jetzt irgendwo Kinder treffe, sage ich, kennt ihr die Teufelskicker? Ja. Wie heißt du? Julian. Julian müsste abspielen. Julian ist dann der Rechtsaußenposition. Achso, dann machst du dann den Kommentar und dann erkennen sie dich. Genau, da bist du ja. Ja. Und da freue ich mich immer. Das ist wirklich eine große Freude. Und dann habe ich jetzt noch so eine zweite Figur erfunden. Das ist Manolo. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt die... Wir sind bald am Ende. Ja. Nee, ich gucke nur auf die Uhr. Vier Stunden haben wir gesagt. Genau, vier Stunden. Willst du einen Rekord aufstellen? Ja. Die magischste Geschichte, es ist wirklich Magie. Ich habe ein Buch geschrieben, Manolo.
vor der Weltmeisterschaft in Brasilien. Es gibt zwei Manolo-Bücher. Jetzt, ich habe ein neues mit Manuel Neuer übrigens zusammen gemacht und bin ganz stolz darauf. Und vor der Weltmeisterschaft in Brasilien ist ein Buch erschienen über Manolo. Manolo ist halb Brasilianer, halb Deutscher. Und jetzt wird es wirklich magisch. Achte auf deine Gänsehaut. Manolo träumt eines Nachts und seine Mutter geht an sein Bett und sagt, Manolo, was träumst du so unruhig? Sagt Manolo, wie gesagt, vor der Weltmeisterschaft in Brasilien auf den Markt gekommen, nachweislich. Und Manolo sagt, ich habe geträumt, Deutschland gegen Brasilien im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Und Brasilien hat 7-1 verloren. Sagt die Mutter zu Manolo, das gibt's nicht. Träum weiter. Oha, nee, das ist auch schon ein gewagter Traum. Achtung, jetzt träumt Manolo weiter mit seiner deutschen Gehirnhälfte. Und die Brasilianer sind ja immer so im Fußball Erzfeinde mit Argentinien. Und er möchte, dass das Endspiel, weil er ja auch Halbdeutscher ist und weil er einer der Kleinsten in der Mannschaft ist, will er das Endspiel haben, Deutschland gegen Argentinien. Und er möchte, dass einer der kleinsten deutschen Spieler in der Verlängerung das 1-0 gegen Argentinien schießt. Und alles ist genau so gekommen. Und wenn du dann so zu Hause sitzt bei dem 7-1, das war sowieso unfassbar, weil das ja ein Ergebnis war, das ja völlig unmöglich war. Aber dass sich das dann so weiter fortentwickelt, die hätten die WM gar nicht spielen müssen. Das stand alles in dem Buch schon. Ich finde, das ist ein Gänsehaut-Effekt. Absolut. Krass, ja. Ja. Und es ist auch so, wenn du das heute, die Kinder können das gar nicht so richtig nachempfinden, aber wenn du das Erwachsenen erzählst, guck dich mal alle an, boah, das ist ja magisch. Es ist auch magisch. Mhm. Bist du mit dem Erfolg dieser Bücher zufrieden? Offensichtlich, wenn es mehrere gibt? Man verkauft Kinderbücher, ist ein Problem. Die lesen ja leider nicht. Ich glaube, Manolo hat von jedem Buch 8.000 verkauft. Und das erste Locke-Buch, das ist allerdings dann auch schon jetzt 12, 13 Jahre her, das hat noch 25.000 verkauft. Es wird immer weniger gelesen bei uns. Das ist einfach so. Und wenn du einem Kind ein iPad gibst, ich verstehe das auch. Da kann man viel mehr mitmachen, als man muss sich einlassen auf, bin wieder beim Einlassen, auf eine Geschichte. Auf Buchstaben. Ja. Ein Buch ist immer Arbeit für Kinder, Schule. Und ich möchte, eigentlich will ich sie wegholen davon. Aber das ist echt irre, irre schwer. Ich mache so 50 Lesungen im Jahr. Da merke ich, dass Kinder durchaus eine Sehnsucht nach erzählten Geschichten haben. Ich setze mich auch nicht hin und lese aus dem Buch vor, sondern ich mache das alles aus dem Kopf. Die Geschichte. Alles komplett aus dem Kopf. Mhm. Und die Kinder werden auch eingebunden in die Lesungen. Die werden dann also zu Fußballstars oder zu Reportern. Und dann merke ich, wie viel Spaß sie haben. Aber es muss so laufen, wenn du sagst, jetzt lies doch endlich mal ein Buch, das ist wichtig für dich. Mhm. Bildungsbürgertum 20% und dann wird es sehr, sehr schön. Das sind schöne, schöne Erlebnisse. Das ist, von allem, was ich mache, ist das Wertvollste, definitiv. Und was das Schöne ist, Kinder haben Vertrauen zu mir sehr schnell. Was ich auch alles schon an durchaus traurigen und dramatischen Geschichten von Kindern danach erfahren habe, weil ich bin anderthalb Stunden in der Schule und danach kommen die zu mir und erzählen mir Sachen, die willst du gar nicht wissen. Mhm. Und das ist aber trotzdem faszinierend, ja. Mhm. Absolut. Es gibt bald einen Comic, hast du vorhin ja, erzählt. Locke gibt es als Comic demnächst. Jetzt kommt jetzt in den nächsten Tagen auf den Markt. Ja. Also das ist schwer, ein Buch, was 228 Seiten hat, plötzlich in 150 Sprechblasen unterzubringen. Und die Figuren müssen eigentlich die Geschichte transportieren. Das sind aber die Geschichten, die es schon gibt. Es ist das erste Locke-Buch. Übersetzt in Comic-Form. Ja, ein bisschen anders, ein bisschen anders performt, also schon ein bisschen anders. Aber es ist die Geschichte von Max, dem unheimlichen Schuster, der magische Kräfte hat, der aus normalen Fußballschuhen etwas ganz Besonderes machen kann. Das ist die Geschichte. Und das letzte Thema? Da bin ich gespannt. Das sind deine Tanzschuhe. Ach Gott, da habe ich schon gar nicht mehr dran. Da habe ich auch kein Video von. Das darfst du nicht rausnehmen, kriegst du Ärger mit C-Point. Das geht, glaube ich, nicht. Nur ein Bild. Erste Sendung, bin ich ausgeschieden, das war super. Aber du kamst ja wieder. Ja, ich kam wieder und habe dann alles in Grund und Boden getanzt. Ja, das ist so eine Sache. Ich bin ja da auch immer ganz ehrlich, man macht bei solchen Dingen mit, weil man in der Tat dafür auch Geld bekommt. Das ist die Wahrheit. Das ist einer der Gründe gewesen. Mhm. Ich wusste genau, ich kann nicht tanzen, ich habe kein Talent dazu. Es war dann trotzdem, bin ich zum Training gegangen. Also ich war zwar immer mehr in der Pause als beim Training. es war eine harte Zeit, ehrlich eine harte Zeit. Und du wirst ja da dann auch, gibt ja auch Leute, die sagen, warum wird er immer wieder gewählt? Der kann gar nicht tanzen und der macht da immer noch mit und so. Kriegst du auch ordentlich via Internet auf die Fresse. Aber es ist mir scheißegal, weil das war mir egal. Aber ich wollte eigentlich nicht so lange mitmachen. Dann machst du es 3-4 Mal, dann ist gut. Du bist direkt rausgeflogen, später wieder reingenommen. Genau, weil ich beim ersten Mal erzählt habe,
angeblich wäre das der Grund gewesen, weil ich erzählt habe, ich mache das des Geldes wegen. Aber das ist mir auch egal. Kriegt man denn mehr, je länger man drin bleibt? Nein, nein, du kriegst eine Grundgage. Und deswegen hatte ich mich so gefreut. Hey, raus, super. War genau mein Ziel gewesen. Nein, nein, du kriegst genau das gleiche Geld. Das wird vorher festgelegt. Und aber die meisten von denen, die da mitmachen, Respekt, Respekt, Respekt. Sowieso von den Profis sowieso Respekt. Mhm. Weil das ist intensiver und härter als Fußballspieler zu sein. Ehrlich, was sie da trainieren, großen Respekt. Und viele, die da trainieren, nehmen das verdammt ernst. Egal, wie die heißen, Erik Stehfeld oder wie er heißt. Und alle, die da waren, oder 99% nehmen das todernst, wollen sich dann auch beweisen und das Beste daraus machen. Und mir war das eigentlich egal. Aber ich verstehe das auch. Das ist so eine Charaktersache. Und ich habe diesen Charakter nicht, dass ich dann anfange, etwas verbissen zu trainieren, was ich definitiv nie können werde. Und trotzdem haben viele Leute Spaß daran. Wie oft bin ich auf der Straße, Nadja, wie oft bin ich auf der Straße an? Meine Lebensgefährtin ist hier, die sitzt hier und ist am Handy am Spielen. Ich habe gesagt, du sollst das nicht machen. Und dann ist es so, dass mich ganz viele Leute auf der Straße angesprochen haben, so nach dem Motto, hey, ich habe mich nie fürs Tanzen interessiert und meine Frau wollte immer in die Tanzschule und ich wollte nicht, aber du kannst das nicht, jetzt gehe ich auch. Habe ich gesagt, super, hast du doch was erreicht. Ja. War das privaten Mehrwert auch so ein bisschen? Dass ich jetzt tanze? Ja. Nein. Nein, nein, nein. Wie intensiv ist das denn tatsächlich? Also es wird immer, vor so einem Tanz wird kurz gezeigt, ja, da haben sie einen Tag geprobt. Ist so. Nein, nein, nicht einen Tag. Also jetzt hier der Heinrich Popov, der jetzt mit meiner Tänzerin in Anführungsstrichen jetzt unterwegs ist, mit der Katrin, die treffen sich, also freitags ist die Sendung, samstags machen sie frei, sonntags fangen die an zu trainieren. Und der ist auch Hochleistungssportler. Der trainiert dann mit, muss ich überlegen, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch gehen die jeden Tag zum Training in eine Kölner Tanzschule, 6 bis 7 Stunden, aber wirklich intensiv. Donnerstag mit Promi. Bitte? Mit Promi. Ja, also, ja, da geht die beiden arbeiten da. Dass man in der Woche auch für nichts anderes verfügbar hat. Du musst dich darauf einlassen, das unterschreibst du aber auch. Ja. Und mich hat das manchmal völlig angenervt, oh, nicht schon wieder tanzen. Das ist, ja, und dann, wenn du so merkst, das ist so gar nicht dein Ding, und dann stehst du da und die Tanzlehrerin ist streng. Ja, die hat, so, du machst das nicht richtig und das. Ach so, und dies. Also du bist ja in erster Linie weitergewählt worden, der Sympathie wegen. Nö, weil man die wahrscheinlich nicht quälen wollen. Ja, der man kann er nicht. Jetzt wollen wir. Ja, es ist so eine Mischung. Und das sehen die Tanzlehrer aber nicht so. Also da wird man schon noch immer wieder zurechtgewiesen nach 3 Wochen. Ist, also, das ist knallhartes Training, ehrlich. Und die sagen dir, oh, der Ausdruck stimmt nicht. Und ich war der Älteste in der Staffel. Und das ist auch ungerecht, wenn man dann verglichen wird mit Frau Swarovski, die auch in ihr Leben lang auch schon getanzt hat und weiß ich nicht, 26 Jahre oder 25 ist. Oder mit Erik Stehfeld, der eine Tanzausbildung hat als Hip-Hopper. Ich bin unbeweglich und. Ja. Ich finde, dass ich der allerbeste Tänzer da war. Das hat nur keiner begriffen. Ja. Und der Lambi? Ist der so? Ach, der macht eine Show, der kann doch über mich sagen, was er will, das interessiert mich doch gar nicht. Wenn der sagt, du kannst nicht tanzen, du bist unbeweglich, das ist mir sowas von egal. Also wofür, was hat das für mich für einen Mehrwert? Keinen. Also ist das auch, auch wenn es nach außen hin dann so, ist er auch hinter der Kamera, klopft er wieder auf die Schulter und alles? Ach, natürlich, wenn einer diesen ganzen Kram da begriffen hat, dann denke ich, es ist Show. Ja, vor allem der Lambi ist ja seit Let's Dance überall. Ne? Ich sehe ihn überall. Ich sehe ihn in öffentlich-rechtlichen Quizshows auftreten. Stimmt. Im ZDF-Fernsehgarten ist er dabei. Jeopardy macht er bei RTL Plus. Ja, aber er ist ja ein Typ. Also er ist einfach ein Typ und vielleicht, er übertreibt auch gerade vielleicht, aber es ist einfach so, dass er die Konjunktur nutzt. Das kann man keinem vorwerfen. Mhm. Wenn du ein gutes Management hast, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, mal Nein zu sagen. Und das ist das Schwere in diesem Beruf, ab und zu auch mal Nein zu sagen. Man muss sich mal ein bisschen rar machen. Deswegen habe ich mich ja so rar gemacht und rede hier erst seit 90 Minuten mit Julian. Sind es schon 1,5 Stunden? Ja, ich weiß nämlich nicht mehr, ich gucke einmal auf die Uhr, ich weiß nur, wann wir spätestens zu Ende sein müssen, aber nicht, wann wir angefangen haben. Wann müssen wir haben. Denn spätestens zu Ende sein? Ja, also spätestens in einer Viertelstunde. Schaffen wir das? Ja, würde ich schon sagen. Wir hätten noch so viel zu erzählen. Was denn? Korea-Krise und Nordkorea und Pyongyang. Und was antwortest du eigentlich, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich habe dich früher gerne gesehen, mach doch mal wieder was? Sagst du dann, ja, ich würde auch gerne, ich rufe alle 3 Wochen. Und wie läuft dieser Anruf bei RTL an, ab alle 3 Monate? Natürlich würde ich gerne was machen. Ich meine, das ist keine falsche Eitelkeit, aber wenn du das machst, dann du liebst das, du machst das gerne. Ich würde es gerne aber anders machen wollen und das ist das Problem. Es gibt eigentlich so richtig kein Format für mich, weil das ist alles so formatiert. Teleprompter lesen möchte ich zum Beispiel nicht.
Da bin ich überhaupt nicht der Typ. Ich glaube, ich sehe auch nichts mehr. Ich kann gar nicht Teleprompter lesen. Das würde mir schwer sein. Muss auch schwer sein. Also, ich musste das ja bei den Nachrichten, musste ja Teleprompter lesen. Und trotzdem haben meine Texte immer wenig Ähnlichkeit gehabt mit dem, was da stand. Weil ich fange an, wenn ich Teleprompter lese, fange ich an zu denken. Mhm. Und dann denke ich plötzlich sofort, da werden ja die Texte auch oft von anderen Leuten geschrieben. Mhm. Und dann denke ich in meiner Sprache und in meinen Gedanken. Und dann hat das plötzlich einen anderen Gustus. Also es ist anders. Klappt das? Kann man so ein bisschen improvisieren trotz Teleprompter? Du musst natürlich am Ende, einen Beitrag von Andreas Fontin. Da musst du schon hinkommen, sonst hast du ein Problem, weil dann haben die den Cue nicht, um den Beitrag abzuspielen. Ja. Aber das ist mir oft passiert. Aber ich kann mich erinnern, in den Nachrichten, da war ich aber mal völlig von der Rolle, war irgendwas mit Michael Schumacher. Und da habe ich irgendwie darüber nachgedacht, dass ich den neulich getroffen hatte. Und dann war der Beitrag zu Ende und ich war mit meinen Gedanken sonst wo. Ich glaube, da stimmte kein Wort von dem, was da stand, mit dem überein, was ich gelesen habe. Weil ich ganz woanders war. Und dann am Ende musste sagen, jetzt kommt, was weiß ich, ein Beitrag von Andreas Fontin. Und dann wissen die, jetzt ist der Blödmann tatsächlich zu Ende gekommen. Also das Stichwort muss noch da sein. Ja, sonst funktioniert das nicht. Das ist auch klar, dass Nachrichten mit Teleprompter geht ja gar nicht. Hättest du denn Kapazitäten, noch weitere Sachen zu machen? Ach, Kapazitäten hat man doch immer. Dann kann man sich von irgendwas trennen oder irgendwas verändern im Leben. Klar gibt es Kapazitäten, das ist auch keine Frage. Also immer, ich glaube, alles würde ich jetzt nicht mehr machen, wobei das ja auch zu definieren ist. Was ist das alles? Ja, was ich auch gelesen hatte in Vorbereitung, war tatsächlich, dass irgendwie so ein Call-In-Format auch mal kurz gemacht oder so. War das Call-in, so? Irgendwas mit Sport, anrufen? Ach, das und da hättest du später dazu gesagt, naja, ich kann mir meine Jobs halt nicht aussuchen. Irgendwie sowas war das. Call-in? Weiß ich jetzt gar nicht. Guck mal, ich weiß es nicht mehr. Nein, was ich ausprobiert habe, war das Haus am Rande der Stadt. Das war ein geiles Format. Das habe ich auch bei einem ganz kleinen Internetsender gemacht, MUX.TV. Mhm. Das würde ich zum Beispiel gerne machen. Das war ein Haus, das stand in der Eifel oder in der Voreifel. Und es war 4 Stunden live. Wir haben die Türen aufgemacht und es kamen Gäste. Bekannte, Unbekannte. Ähnlich wie du, ohne jede Karte. Ich wusste nicht, in welcher Reihenfolge. Wir haben dort zusammen getanzt, wir haben über Dinge gesprochen. Aber du wusstest in etwa, wer das ist? Ja, wer kommt, wusste ich. Okay. Obwohl, es kamen dann auch mal welche da rein, die ich nicht kannte. Oder wusste ich auch, wer sind sie eigentlich? Wäre auch interessant zum Format. Beliebte, ne? das hat ja der, wie heißt der, bei ProSieben. Ja, so, hier, ich weiß nicht, wie er heißt, ein bisschen kräftigerer Typ. Mit den vollen Haaren. Genau. Ich sag den Namen, Oliver Pollack. Genau. Das war ja so ähnlich, wobei ich die Sendung dann nicht so gut fand, weil man gemerkt hat, wie die... War nicht live geschnitten. Das ist das Problem immer, ne? Ja. Da denkst du, oh, was war denn da jetzt? Geschnitten, schade. War keine schlechte Sendung, aber dann... Und das war da in diesem Haus am Rande der Stadt, da liefen dann Hunde rum und das war ein wüstes Durcheinander. Sowas würde ich gerne machen, aber dafür gibt es keinen Sender. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das kannst du wirklich nur irgendwo machen, wo experimentiert wird, aber wo kannst du es? Aber auch da muss es finanziert werden. Ne? Das ist doch das, was ich sage. Das ist das Dumme, wenn wir nicht öffentlich-rechtlich sind, die den großen Vorteil haben, dass sie im Grunde genommen nicht auf Quote achten müssen, aber es trotzdem ständig tun. Das kostet alles Geld, was wir hier tun. Und deswegen musst du aus einem Euro 1,10 Euro machen, sonst funktioniert es ja nicht. Und das ist schwer. Ja. Und im Internet ist es jetzt gerade noch besonders schwer. Bei all den Tausenden von Angeboten, die es da gibt, MUX.TV ist so ein Beispiel, das ist gar keine Frage. Die machen so Wohnzimmerkonzerte auch sehr lustig, wirklich super. Aber dann gucken da vielleicht mal, 60.000 Leute, wenn es hochkommt. Und dann ist schon schwer, sich darüber zu finanzieren. Mhm. Vielen Dank, dass du hier zu uns gekommen bist. Ja, sehr gerne. Es ist jetzt Zeit zu gehen. Meinst du? Es zu fahren? Du fährst ja noch eine weite Strecke zurück. Ja, ich fahre jetzt zurück nach Israel. Warst du denn schön in Hamburg? Hamburg ist immer schön, finde ich. Ist absolut eine Reise wert und hat viele schöne Ecken und einen besonderen Charakter. Das ist das. Sehr gut. Sehr schön. Ja, das war der Sprechplanet für diesen Monat. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Tschüss, Julian. Und weiter so. Nächstes Mal 4 Stunden. Ein 4-stündiges Interview. Ja. Spätestens dann nächste Woche hier bei Massengeschmack. Ne? Genau. Tschüss. Danke.